Okay, schönen guten Morgen alle miteinander. Schönen guten Morgen, Sören Ehlers. Es freut mich, dass Sie Zeit haben, unseren Studenten zum Thema Schiffsbau, und zwar zum konstruktiven Schiffsbau, heute einiges zu erzählen. Bevor ich Ihnen das Mikro überlasse, möchte ich Sie kurz vorstellen. Sören Ehlers ist Professor für konstruktiven Schiffbau und Leiter des Instituts for Ship Structural Design and Analysis an der Technischen Universität Hamburg. Er studierte an der Universität Rostock Maschinenbau mit der Fachrichtung Schiffbau und Meerestechnik. Im Jahr 2009 promovierte er an der Technischen Universität in Helsinki und war dort im Anschluss als Postdoktorand forschend tätig. In dieser Zeit gründete er auch mit einem Kollegen das Ingenieurbüro AS2CON. Im Jahr 2011 wurde er bereits Professor an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens in Trondheim und beschäftigte sich mit dem Seeverkehr in der Arktis und dem Schiffsentwurf unter Eislasten. Seit 2014 ist er jetzt Professor für Konstruktion und Festigkeit von Schiffen an der Technischen Universität Hamburg und leitet auch das gleichnamige Institut. Willkommen, Professor Sören Ehlers. Ich werde Ihnen jetzt das Mikro übergeben und freue mich auf Ihren Vortrag. Dankeschön. So. Besten Dank und herzlichen Dank für die Einladung, euch heute was über Schiffe und deren Konstruktion erzählen zu können. Finde ich insofern spannend, weil wir zum Beispiel in meiner Zeit in Helsinki Masterarbeiten im Dreierteam veranstaltet haben, bei der es um den, ja, sagen wir mal, optischen oder konstruktiven Entwurf tatsächlich aus Sicht von Architekten ging, wie so ein Kreuzfahrtschiff auszusehen hat. Dann hat sich einer darum gekümmert, wie denn die Festigkeit auszusehen hat, und der dritte Kandidat, der eher aus dem Bereich Betriebswirtschaft kam, hat dann geschaut, ob das Ganze auch finanziell funktioniert. Und es war schon immer sehr spannend, da zu sehen, welche Konflikte da vielleicht entstehen, aber auch wie sich die unterschiedlichen Disziplinen im Prinzip prima ergänzen. Und natürlich ist es so, dass wir, wenn wir involviert werden, dann ist oft das äußere Erscheinungsbild in gewisser Weise abgeschlossen. Und dann entstehen solche interessanten Probleme wie, ja, eigentlich müsste da noch eine Stütze hin, weil sonst funktioniert das Ganze nicht so richtig. Und das passiert aber häufig auch bei denen, die, ich sage jetzt mal, einfach nur konstruieren auf der Werft, was eher so nach Katalog funktionieren könnte, im einfachsten Fall, und konstruktive Elemente irgendwo einbauen, sich aber vielleicht nicht so viele Gedanken machen, was das für einen Einfluss auf das restliche System Schiff hat. Und das Wichtigste im Prinzip ist zu verstehen, dass wir eben ein Gesamtsystem haben, und wenn wir an einer Einstellschraube drehen, dann hat es auch einen Einfluss auf alle anderen Bereiche. Und diese Interaktion, die sollte man einigermaßen verstehen. Und dazu habe ich, wenn ich auf die nächste Folie wechseln darf, einfach ein paar Fragen mitgebracht, bei denen ich dachte, die können wir zusammen durchgehen. Wenn ihr Fragen zwischendrin habt, dann schießt einfach los gerne. Gar kein Problem. Wenn ihr den Finger hebt, sehe ich das nicht. Also wenn ihr dürft, dann einfach das Mikrofon anschalten und gerne Zwischenfragen stellen. Die Idee, was ich mit euch besprechen wollte, ist, welche von diesen Interaktionen, die ich gerade schon angesprochen habe, so im Groben denn beachtet sein müssten. Und das Ganze ist natürlich nur eine Einführung, aber vielleicht findet ja jemand mehr Gefallen daran und hat tatsächlich die eine oder andere Aufgabe später in so einem Feld zu lösen. Und kann dann sich zumindest an ein paar Sachen erinnern. Dazu gehört dann als nächstes, wie wir so ein Schiff eigentlich berechnen können und was es da für einfache Annahmen zu gibt, um ein gewisses Verständnis dafür mitzubringen und für welche statischen und dynamischen Belastungen wir das bemessen müssen. Und natürlich, wenn wir irgendwie die Belastung kennen und wenn wir was berechnen können, dann wollen wir uns vielleicht auch Gedanken darüber machen, wie wir das denn eigentlich jetzt von der Struktur versteifen und wo wir Stahl oder andere Werkstoffe anordnen und welche anderen Werkstoffe es dafür unter Umständen gibt, und ein kurzer Überblick, wie denn so Vorschriften aussehen, in die man hineinschauen müsste, um es denn tatsächlich auch von den Arbeitsschritten durchzuführen.
Die meisten Zuhörer, die ich so habe, die kommen irgendwie aus dem Maschinenbaubereich. Und damit hatten die im Prinzip alle von uns auch irgendwie schon mal Kontakt. Die Funktionen und die Elemente sind da allerdings ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, auf der Funktionsseite hätten wir im Maschinenbau irgendeine kinematische oder kinetische Funktion und im Schiffbau meistens erstmal eine statische. Das heißt, das Ganze soll dicht sein, sonst wird es nicht schwimmen. Wir brauchen entsprechende Steifigkeit und eben diese Dichtigkeit. Und als Elementen steht uns im Maschinenbau eine Kupplung, ein Lager oder Ähnliches zur Verfügung. Und im Schiff sind es im Prinzip immer Platten, auf denen sind irgendwie Profile angebracht. In der Regel sind sie aufgeschweißt. Und dann setzen wir die zu einem großen Ganzen zusammen. Und wenn wir es richtig gemacht haben, ist es hoffentlich unser Schiff, das 20 oder mehr Jahre lang sicher seine Transportaufgabe erfüllen kann. Nicht sicher, warum ich hier immer wieder mal nicht die Folie wechseln kann. Aber jetzt klappt es. Hier ist eine einfache technische Konstruktionszeichnung, bei der alle möglichen Details aufgelistet sind von den Abmessungen und verschiedenen Anordnungen, wo entsprechende Tanköffnungen oder Ähnliches sind. Soll uns im Detail jetzt aber an der Stelle gar nicht interessieren. Was ich damit eigentlich zeigen will, ist, wir haben im Prinzip einen relativ langen Balken. Das ist jetzt zwar kein wirklich großes Schiff, aber wenn wir uns überlegen, es gibt Tanker, die sind über 300 Meter lang und vielleicht auch nur 60 Meter breit und 40 Meter hoch, dann ist es im Prinzip einfach eine lange prismatische Röhre. Und natürlich ist das Schiff an den Enden irgendwie ein bisschen anders geformt, weil vorne soll es ja relativ schlank sein, damit es durchs Wasser fahren kann. Und auf der Rückseite im Heckbereich haben wir natürlich noch einen Propeller und eine Ruderanlage. Und irgendwie muss das Wasser zu dem Propeller kommen, also müssen wir das Schiff da wegnehmen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich immer den Konflikt, dass wir eigentlich möglichst viel reinstellen wollen. In dem Fall sehen wir jetzt noch, da ist noch ein kleiner Aufbau, also ein Deckshaus, der befindet sich irgendwie im achterlichen Bereich, aber der Rest ist eigentlich wie ein ziemlich langer Schuhkarton, der ein bisschen unterteilt ist. Und dann haben wir am vorderen Ende und am hinteren Ende ja, die Form noch ein bisschen angepasst. Und was wir damit als erstes verstehen müssen, ist natürlich, dass es immer eine Interaktion zwischen der Struktur und der Transportaufgabe gibt. Und die Hauptaufgabe, die so ein Schiff hat im Prinzip, ist Geld zu verdienen. Das heißt, die ökonomischen Kriterien sind da extrem klar gegeben und bestimmen im Prinzip die Randbedingungen, die wir hier zur Verfügung haben. Auf der linken Seite wäre das jetzt ein Tanker. Wenn wir da noch ein bisschen reinzoomen von der Funktion, ist klar, das ist eine Flüssigkeit, die wir aufnehmen wollen. Die kann sich relativ gut an einen beliebigen Raum anpassen. Und damit sind uns mehr Freiräume gegeben, wie wir das gestalten können. Auf der rechten Seite haben wir ein Containerschiff. Und da ist natürlich klar, wir sind irgendwie an dieses Containerraster gebunden. Es nützt uns also nichts, wenn wir das Schiff einen halben Container breiter machen. Dann kriegen wir ja keinen ganzen Container mehr rein. Also muss diese Funktion mit berücksichtigt werden. Und was man ein bisschen sehen kann, wenn wir in diesen Kim-Bereich schaut, also im unteren Bereich haben wir ja rechts und links und Radius. Da passt unter Umständen eben dann auch kein ganzer Container mehr rein. Also ist da so ein kleiner Vorsprung eingebaut, der gerade im Vorschiff, wenn es schmaler wird, natürlich noch wesentlich dominierender sein könnte und mehr Stellplatz kostet. Das heißt, wenn wir jetzt also auf die Idee kommen, das irgendwie von außen schön schlank zu machen und vergessen, dass dann innen von dem Container an der Ecke gerade ein Stück abgeschnitten werden würde, funktioniert es natürlich nicht wirklich. Und wenn wir zum Beispiel ein Kreuzfahrtschiff oder ein Passagierschiff nehmen, so wie wir es hier haben, dann sehen wir hier, natürlich sind da ganz viele Decks angeordnet. Die sind in der Regel so, dass das wirklich ganz große Freiflächen in der Stahlstruktur sind und die Kabinen werden dann anschließend in die einzelnen Decks hineingebracht. Oft haben sie keinen Boden, eben nur die Wände. Da ist so ein Bett dann auch schon an der Wand festgeschraubt, dass man es eben transportieren kann und andere Teile. Und wir haben nur schlanke Stützen. Und natürlich wäre da eine Funktion, dass wir uns als Passagier irgendwie an Bord wohlfühlen, dass wir eine entsprechende freie Deckenhöhe haben und die Struktur zu dieser Aufgabe einfach passt.
Wenn wir zum Beispiel ein Fahrzeug, ein Car Carrier bauen, also ein Schiff, das nur Fahrzeuge von A nach B transportiert, da haben wir in der Regel unterschiedliche Deckshöhen. In dem einen können wir vielleicht nur Sportwagen reinfahren. Das heißt, wenn wir den Wagen da reingefahren haben, müssen wir wirklich uns unter den Deckstützen entlang bücken, um da wieder rauszukommen. Was aber im Grunde kein Problem ist, weil das ja nur für den Lade- und Entladezustand gilt. Aber da gibt es eben diese Kopplung. Und wir könnten natürlich auch so ein Schiff bauen, das vielleicht relativ elastisch sich verformt in einer gewissen Weise, sodass wir durchaus auch eine Durchbiegung von so einer Decke über uns haben. Aber es wird sicher niemand in der Kabine im Bett liegen wollen und sehen können, dass sich die Decke über ihm ein paar Zentimeter absenkt. Das wird wahrscheinlich die Zufriedenheit nicht unbedingt erhöhen oder die Idee, dass das jetzt eine sichere Konstruktion ist. Und was wir auf der rechten Seite noch sehen, ist so eine Block-Sektion, die mit einem Kran jetzt in dem Baudock an ihren entsprechenden Platz gebracht wird. Und da ist schon relativ viel Vorausrüstung drin, weil wir ja nicht erst die ganze Hülle bauen wollen und dann anschließend alle Rohrleitungen reinbringen wollen und alle Kabel, so wie wir das vielleicht in einem normal konventionell gebauten Einfamilienhaus machen würden. Und hier sehen wir ein bisschen den Bereich im Hinterschiff nochmal mit der Maschinenanlage. Das ist jetzt konventionell angetrieben. Wir haben quasi von der Kurbelwelle die Antriebswelle weitergehend zum Mittelpunkt von dem Propeller. Und da müssen wir natürlich die Struktur an dieser Anlage anpassen. Weil wir wollen nicht, dass der Propeller tiefer ist als der Boden des Schiffs. Darüber ist aber auch wieder Schiff und davor natürlich auch. Ja, und dann sehen wir, dass darüber das Deckshaus in der Regel angeordnet ist. Und in dem Fall sind es jetzt Container dahinter, die auch irgendwie zu den Aufgaben passen müssen. Und da wir das ganze Jahr in der Regel auf einer Werft bauen, bedeutet es, dass wir auch den Fertigungsaspekt mit berücksichtigen müssen. Hier ist jetzt mal eine Aufteilung von einem entsprechenden Roro-Schiff in dem Fall gezeigt, bei dem die unterschiedlichen Blöcke, die eben vorgefertigt werden sind, hier gezeigt sind. Die werden dann mit dem Kran auf dem entsprechenden Bauplatz positioniert und dann zusammengefügt. Und wie groß wir die Blöcke machen können, hängt natürlich davon ab, zum Beispiel wie groß ist unsere Krankapazität, aber auch wie passt das einfach von den Fertigungsabläufen zusammen, sodass wir möglichst wenig Zeiten haben, in denen wir eben in unserer Wertschöpfungskette eine Pause machen, weil das Teil einfach nur irgendwo auf Halde steht, bevor es eingebaut wird. Und diese ganzen Prozesse sind natürlich im Gesamten mit zu koordinieren. Und der eigentlich, sagen wir mal, insgesamt spannende Anteil ist, dass wir im Prinzip schon anfangen, die ersten Stahlplatten auf einer Werft für so ein einigermaßen, sagen wir mal, klassisches Schiff, wie wir es auch in Europa noch baut, zu schneiden und vorzufertigen, während die finalen Berechnungen noch gar nicht fertig sind. Weil einfach das Zeitfenster nicht ausreicht, um vorher irgendwie ein Jahr lang Planung und Berechnung zu machen und wenn das alles ins Detail fertig und abgeschlossen ist, dann erst zu beginnen. Das würde nicht funktionieren. Das heißt, das hängt sehr viel von dem Know-how und der Erfahrung der jeweiligen Werft ab, eben zum richtigen Zeitfenster schon mit der Konstruktion zu beginnen. Weil deutet zum Beispiel, wir fangen mit der globalen Struktur so weit an und wissen, wir sind auf der sicheren Seite. Wenn wir in den finalen Berechnungen noch feststellen, wir müssen noch irgendwo was aussteifen, dann kommen eben noch kleine Versteifungselemente hinzu. Und je weniger wir davon noch einbauen müssen, weil eben unsere Vordimensionierung im ersten Entwurf schon so gut war, dass wir das nicht machen müssen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit dem Bau tatsächlich auch Geld verdienen. Das heißt, wir haben also diese Interaktion mit den unterschiedlichen Disziplinen irgendwie zu berücksichtigen für die Aufgabe, für den Entwurf. Die Festigkeitsberechnung muss gemacht sein und natürlich Maschinenanlage und Ausrüstung und Equipment muss irgendwie berücksichtigt sein und gleichzeitig eben die Fertigungsvorbereitung und die Fertigung. Und spannend ist eben, dass viele von den Teilen eben zur gleichen Zeit passieren und nicht nacheinander. Wenn ihr zum Beispiel an ein großes Kreuzfahrtschiff denkt, die auf denen über 6.000 oder 7.000 Passagiere und Crew untergebracht sind,
dann sind da bis zu 5000 verschiedene Betriebe dran beteiligt, die irgendwie zu koordinieren sind. Ja, was haben wir denn als nächstes als quasi Belastung, um die wir uns vielleicht als Einstieg kümmern? Denn jetzt haben wir, und wahrscheinlich alle von euch, ein ungefähres Verständnis, was ein Schiff ist. Jeder hat wahrscheinlich auch auf der Donau schon mal Flussschiffe fahren sehen. Der wesentliche Unterschied ist, dass die nicht durch Wellen belastet sind. Das heißt, diese Belastungsart, die wir hier haben, die wir bei einem seegängigen Schiff haben, ist eben primär dadurch charakterisiert, dass wir, wenn wir den einfachsten Fall, also Längsfestigkeit betrachten, da haben wir gesagt, das Schiff ist im Prinzip eine lange Röhre oder ein prismatischer Körper, der dann in Längsrichtung eben sich in diesen zwei Seegangszuständen befinden kann. Entweder ist das Schiff auf dem Wellenberg oder in einem Wellental. Und daraus ergibt sich der Hogging-Zustand, also das Schiff auf dem Wellenberg mit Zugbeanspruchung im Deck oder eben im Wellental der Sagging-Fall mit Druck im Deck. Und tatsächlich gibt es natürlich jeden beliebigen Zustand dazwischen, weil die Welle ja immer an dem Schiff entlangläuft. Und wie der Einfluss von dieser bewegenden Last und der sich permanent ändernden Last auf das Schiff ist, dazu kommen wir auch gleich. Jetzt betrachten wir erstmal nur diesen statischen Aspekt. Das heißt, wenn wir uns um Längsfestigkeit kümmern wollen, dann müssen wir ganz einfach dieses Schiff quasi als Balken betrachten und können das auch erstmal versuchen zu machen und wollen ein paar Schnittlasten bilden. Das heißt, wir haben jetzt hier diesen kleinen Würfel in der Mitte. Der könnte zwischen zwei Schotten angeordnet sein und wir haben einmal die Querkräfte, diese Pfeile, die nach oben und nach unten gehen, und die Momente angebracht. Und das sind im Prinzip unsere dimensionierenden Größen, wenn wir uns um Längsfestigkeit kümmern wollen. Und was wir dazu brauchen, ganz einfach ist, wenn wir das Schiff haben, dann müssen wir zum einen wissen, wie ist natürlich die äußere Form gestaltet. Die wird sich aus den hydrodynamischen Disziplinen ergeben. Und wenn wir die haben, dann können wir natürlich über die Gesamtlänge die Verdrängung von dem Schiff ermitteln. Also wie viel Wasser wird davon verdrängt und wie viel Auftriebskraft ergibt sich dadurch. Und auf der anderen Seite haben wir in dem Schiff Ladung und das Schiff selbst wiegt auch was. Also haben wir eine Verteilungskurve für die Masse, die auf das Schiff einwirkt. Und ja, oft nimmt man dafür 20 Entwurfsspanten über die Länge, sodass man so eine Stufenkurve erzeugen kann und das ein bisschen abschnittsweise macht. Die könnte man natürlich dann auch beliebig an besondere Unstetigkeitsstellen anpassen. Und wenn wir die Differenz daraus bilden, dann haben wir unsere Belastungskurve oder eben diese Stufenkurve für die Belastungsdifferenz. Und daran können wir jetzt im Grunde schon sehen, dass wir eben an manchen Stellen einen Auftriebsüberschuss und an manchen Stellen einen Unterschuss haben. Weil wir natürlich an den Enden von dem Schiff relativ wenig Schiff zur Verfügung haben, aber da immer noch einiges an Masse ist. Und in der Mitte, wo wir im Grunde nur diesen Schuhkarton haben, wo wir gerade so ein bisschen Radius an den Ecken erzeugt haben, da haben wir mehr Auftrieb zur Verfügung. Entschuldigung, ich hätte noch eine kurze Frage. Gerne. Und zwar wurde ja gezeigt, wie das Schiff so in Teilen zusammengebaut wird und es wird wahrscheinlich dann geschweißt. Sind dann die Nähte sozusagen so die Bruchstellen bei dem Schiff oder ist es noch? Das ist eine prima Frage, kommen wir noch gleich zu. Okay. Vorweg, ja, gerade diese Nähte, die wir in dem Baudock oft von Hand zusammenfügen müssen, sind die kritischen Stellen. Ich habe jetzt schon kurz angedeutet, wenn wir das Schiff biegen, erzeugen wir alternierend Zug oder Druck im Deck oder im Boden. Und genau da haben wir ja auch gesehen, sind umlaufend dann im Prinzip solche Schweißnähte, die das dort zusammenfügen. Und da kommen wir gleich nochmal zu. Genau. Bevor wir da hinkommen, wollte ich euch eben einfach zeigen, wie ermitteln wir denn erstmal die Lasten, damit wir diese Spannung, die in so einer Naht entstehen kann und vielleicht kritisch ist, tatsächlich auch ermitteln können. Und wenn wir die Stufenkurve für die Belastungsdifferenz haben, dann können wir die einfach einmal integrieren über die Länge von den Balken und kriegen ganz normal unsere Querkraftkurve raus.
Da das Schiff im Wasser schwimmt, sind die Randbedingungen relativ einfach. Querkraft und Moment muss an den Enden verschwinden. Damit ist da Querkraft und Moment null. Und natürlich wissen wir aufgrund von der Belastungskurve, dass höchstwahrscheinlich die Querkraft bei den Nulldurchgängen der Belastungsdifferenzkurve Maxima hat und in der Mitte ein Nulldurchgang. Und an der Stelle werden wir die Querkraft nochmal integrieren und unsere Momentenkurve erhalten, da unser maximales Moment sein. Was bedeutet im Prinzip, wenn wir das Schiff dimensionieren, schauen wir uns den Hauptspant an. Das ist also genau der Spant, der so ungefähr in der Mitte des Schiffes ist, weil der charakteristisch für die Belastung des Schiffes ist. Und wenn wir den als prismatischen Körper betrachten, haben wir eine ganz gute Beschreibung von dem Gesamtsystem. Und da haben wir das maximale Moment. Wir müssen vielleicht was mit der Querkraft machen, dass wir die auch berücksichtigen. Das wäre jetzt für den Einstieg ein bisschen viel, aber da sehen wir schon, da gibt es eine Differenz. Wir haben nicht die maximale Querkraft am gleichen Punkt wie das maximale Moment. Wir beginnen aber mit dem Hauptspann in der Mitte und müssen dann vielleicht eine Querkraftkorrektur vornehmen in der realen Berechnung, um auch den Effekt zu berücksichtigen. Wenn wir jetzt noch wissen wollen, wie weit sich das durchbiegt, was vielleicht ganz nützlich sein könnte für eine erste Betrachtung, wenn wir irgendwie unseren Hauptspann dimensioniert haben, also die Menge an Stahl, die wir haben wollen, dort hinein eingebracht haben, dann wäre es sicherlich ganz gut, wenn wir noch irgendwie die Durchbiegung ausrechnen können. Und das kriegen wir natürlich auch durch einfache weitere Integration raus. Und zu beachten ist dabei nur eben, dass das Schiff im Wasser schwimmt und im Moment die Momente null an den Enden sind und sich daraus die Randbedingungen ergeben, also unsere Integrationskonstanten. Was wir benötigen, ist also diese Entwurfslast, die wir auf so ein Schiff irgendwie antragen wollen. Und was wir dazu benutzen, ist im Prinzip ein Konzept einer Entwurfswelle, bei der wir den tatsächlichen Seegangszuständen, in denen wir das Schiff denn einsetzen wollen, Rechnung tragen, indem wir aus diesen möglichen Seegängen, vereinfacht gesagt, so eine Entwurfswelle erzeugen. Und die erzeugt uns dann unser maximales Moment und vielleicht mit einer entsprechenden Korrektur unsere Querkraft. Und was wir damit tun müssen, ist im Prinzip nur dieses Moment jeweils an den Enden unseres prismatischen Schiffs anzutragen. Und wir können die Biegespannung dann einfach infolge des Moments ausrechnen. Am einfachsten noch, indem wir das Widerstandsmoment kennen, also unser W aus unserem Inertialmoment durch die Koordinate Z. Die Schiffskoordinaten sind im Prinzip immer alle so angeordnet, dass in Längsrichtung des Schiffes die Achse X liegt, in Querrichtung Y und in Höhe Z. Ist weltweit überall so. Das heißt, wenn man darüber reden würde und sich an diesen den Koordinaten orientiert, versteht jeder sofort, wo man sich befindet. Und Z zeigt eben hier dann einfach an, ob wir uns für das Widerstandsmoment am oberen oder am unteren Rand befinden. Und entsprechend können wir auch die Spannung mit dem gleichen Moment am oberen oder am unteren Rand berechnen. Wir wissen, dass es eine neutrale Phase geben wird. Wir sind ja hier immer noch im linear elastischen Bereich. Also haben wir auch einen linearen Verlauf von der Spannung am oberen Rand zum unteren Rand und können damit im Prinzip dann auch schon sagen, okay, so groß sind wohl die Spannungen, die wir unter Umständen an diesen Nähten haben, bei denen wir das Schiff dann zum großen Ganzen zusammengefügt haben, die vielleicht einmal quer durch über das Deck und an dem Boden entlanglaufen. Und wenn wir uns das nochmal im Querschnitt anschauen, haben wir hier in der Mitte so einen Hauptspant von einem vereinfachten Schiffsquerschnitt. Und natürlich können wir, wenn wir jetzt entsprechend die neutrale Phase ermitteln, da unsere Randspannung ermitteln und dann unsere linear-elastische Spannungsverteilung darüber antragen. Und da wir ja auch noch Querkräfte haben, können wir auch noch eine Schubspannungsverteilung in der Außenhaut ermitteln. Und wie in jedem Balken sehen wir hier ganz klar, wenn dieses Schiff jetzt aus einem Monitor rauskommen würde und ihr biegt es nach unten oder nach oben, ihr dann entweder diese Druckspannungsverteilung, so wie ihr sie hier seht, oder eben in die andere Richtung bezüglich der Vorzeichen. Und im Grunde ist der Stahl für diese Biegung in Längsrichtung ja jetzt nur benötigt im Boden und im Deck. In der Seite, ja, da müssen wir Schub übertragen. Die Spannungen sind aber in der Regel
verhältnismäßig kleiner. Und wir brauchen quasi für diese ebene Biegung in Längsrichtung den Stahl primär weit entfernt von den neutralen Fasern, was aber ja natürlich für sämtliche Konstruktionsbauteile gilt. Wenn wir jetzt also loslaufen und im Prinzip sagen, okay, wir möchten ein beliebiges Schiff konstruieren, legen wir vielleicht eine Breite und eine Länge fest. Und der einfachste Fall ist es, nach Mindestwiderstandsmoment zu berechnen. Das bedeutet, wir können da im Grunde beliebig so viel Stahl in diesem Querschnitt, in dem Querschnitt anordnen, bis wir ein Mindestwiderstandsmoment erfüllt haben. In den Regeln, die wir später noch sehen, sieht man natürlich auch, dass es Mindestplattendicken gibt, die für die einzelnen Anteile im Boden oder im Deck oder an anderen Stellen eingehalten werden müssen. Aber viel mehr ist eigentlich nicht zu machen. Das heißt, es gibt da tatsächlich von den entsprechenden Klassifizierungsgesellschaften, die Regeln herausgeben, auch eigene Werkzeuge online, also teils wahrscheinlich mittlerweile als Online-Tools oder einfache Download-Variante mit so einer Art Wizard. Da kann man dann anklicken, was man für ein Schiff konstruieren will. Und im Prinzip sortiert es dann aufgrund der Hauptabmessung erstmal diese minimale Menge an Stahl da rein, die man dafür braucht. Und das ist tatsächlich ziemlich simpel. Und was dann überprüft wird, ist anhand von so einer einfachen Gleichung, ob eben das Mindestwiderstandsmoment eingehalten ist. Und da stehen ein paar Faktoren drin. Einer ist K für das Material. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Im Prinzip, was da für Werkstoffe eingesetzt werden. Dieser Wellenparameter, der zeigt uns an, wo wir mit dem Schiff überall langfahren können. Denn es wird ja so gebaut, dass wir zumindest rein von dem operativen Aspekt her es überall hinfahren könnten. Aber das macht natürlich nicht immer Sinn, wenn wir sagen wollen, wir wollen so ein Schiff konstruieren und fertigen, sodass wir es überall auf der Welt benutzen können. Dann wären die Bedingungen bezüglich der Belastung Winter, Nordatlantik und das ist unter Umständen wesentlich heftiger von den Belastungen, als zu sagen, wir fahren eben nur im Mittelmeer oder wir sind nur in der Karibik unterwegs. Das heißt, wenn wir den Einsatzort einschränken wollen, dann macht es natürlich einen gewissen Sinn, dann auch die Belastung entsprechend anzupassen. Und das ist ein bisschen zweischneidig, weil es natürlich sein kann, wenn wir das Schiff 20 Jahre lang nicht gleich benutzen, dass es dann nicht mehr ganz zu den Entwurfsbedingungen passt. Und da gibt es durchaus immer wieder mal Probleme im weiteren Betrieb, dass eben diese Einschränkungen dann auch nicht ganz so gut vorhergesehen waren unter Umständen. Da muss man also aufpassen. Und andererseits macht es natürlich auch keinen Sinn, wenn wir jetzt wissen, wir wollen das Schiff eben vielleicht nur in der Ostsee einsetzen, das eben auch für den Winter im Nordatlantik zu dimensionieren, wenn es dann nie fahren wird, weil dann haben wir Geld ausgegeben, das wir nie wieder zurückkriegen werden. Und ansonsten an charakteristischen Werten steht eben die Länge, die geht quadratisch ein. Das ist ja fast bei allen Berechnungen irgendwie so, dass die ununterstützte Länge immer quadratisch eingeht, weil die einen großen Einfluss auf die Werte des Querschnitts entsprechend hat. Die Breite. Und dann steht da in Klammer noch CB plus 0,7. Und das CB ist der Plock-Koeffizient. Den würde euch regelmäßig begegnen, wenn ihr euch mit Schiffen auseinandersetzt. Der zeigt im Prinzip nichts anderes an, wie viel von dem Schuhkarton, den ihr maximal mit Länge, Breite und Höhe habt, an den Enden jeweils entfernt wurde, um das Ganze zu einem Schiff zu machen. Und wenn es 0,8 ist, dann hätten wir eben 20% am Bug und am Heck entfernt von dem Schuhkarton und damit eben diese Schiffsform erstellt. Und 0,8 wäre zum Beispiel ein Tanker. Der ist ziemlich gedrungen, da kommt es nicht so auf Geschwindigkeit an, aber ein schneller Katamaran wäre vielleicht 0,74 maximal, um einfach möglichst schlank durchs Wasser fahren zu können. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir nicht die gleiche Art Raum zur Verfügung haben, die wir im Innenraum haben. Entschuldigung, ich hätte auch ganz kurz eine Frage. Ja. Werden Gleiterschiffe dann eigentlich gleich berechnet wie Verdränger? Also weil alles, was gezeigt wurde, waren jetzt eigentlich Verdränger? Ja, korrekt. Oder kommt es nicht zu der Größe dann bei Verdrängern eigentlich? Ja, also da kann ich ein klein bisschen ausholen. Also die werden nicht gleich berechnet, weil natürlich
andere dynamische Lasten auftreten und alleine dieser Zustand, das Schiff eben aus dem Wasser zu bewegen und dann gleiten zu lassen. Und wir reden ja jetzt über Schiffe, das heißt, das wäre in meinem Fall tatsächlich müsste das ein sehr großes Schiff sein, also eine sehr schnelle Fähre. Anwendung für solche Gleitfahrten haben wir vielleicht eher so im militärischen Bereich. Wenn wir da an die, sagen wir mal, Sportboote denken, dann passieren da ganz viele Sachen, die extrem komplex sind und eigentlich nur sehr schwer überhaupt zu berechnen sind. Und da wird einfach ganz viel ausprobiert, wie sich so eine Rumpfform dann verhält, damit sie die entsprechenden Eigenschaften hat, die man haben möchte. Da sind wir aber nicht in einem quasi ganz klassischen, berechneten, methodischen Anwendungsbereich, sondern tatsächlich eher so im Feld Trial and Error, weil da einfach viel ausprobiert wird und damit findet man natürlich auch tolle Sachen raus, aber es sind andere Einflussfaktoren. Was uns bei so einer schnellen Gleitfahrt von einem entsprechenden Schiff interessieren würde, wie sind diese dynamischen Lasteinwirkungen durch Seegangs- und Seeschlag, der dann auf die Außenhülle zusätzlich als Kraft wirkt. Den haben wir jetzt bei so einem normalen seegängigen Schiff auf jeden Fall auch im Bug durch Slamming-Lasten. Aber das sind alles dynamische Effekte, die ich jetzt hier für den Einstieg ausklammern wollte, um euch erstmal den Anfang zu zeigen. Wir haben einen Wiegebalken, wir haben Momente, die daran angreifen und wir können, wenn wir das Schiff als prismatischen Balken betrachten, entsprechend relativ schnell eine Berechnung durchführen und eben eine Dimensionierung machen und ein gewisses Gefühl dafür bekommen, wie viel Stahl brauchen wir denn überhaupt irgendwo? Und wenn wir uns jetzt ausdenken würden, wir wollen die Konstruktion durch irgendwas Neuartiges ersetzen, um dafür wiederum ein Gefühl zu haben, ob das noch im Rahmen der Möglichkeiten ist oder nicht. Ansonsten ist die Frage sehr gut, aber ich würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Können wir aber gern später drüber reden. Was wir jetzt hier sehen ist, nachdem wir eben das Widerstandsmoment als minimales berechnet haben, können wir natürlich einmal prüfen, ob wir das erfüllen, wenn wir das tatsächlich vorliegende nehmen und die Belastung. Hier wäre das jetzt Moment Stillwater und Moment Wave Bending Vertical für MSW und MWV. Die müssen wir kennen und dann teilen wir das Ganze durch eine zulässige Spannung und kriegen da wiederum auch unser Widerstandsmoment raus. Das heißt, was wir hier auch noch sehen, die zulässige Spannung ergibt sich im Prinzip durch 125 durch K. Und K ist ein Materialkennwert. Bei der Querkraft ist er ein bisschen höher. Bei Schiffen wird in der Regel nur normalfester Stahl verwendet. Deshalb ist dieser Wert 125 da gegeben. Und wir sind da relativ konservativ, was die Festigkeiten betrifft. Also so von Feinkornbaustählen zum Beispiel sind wir da sehr weit entfernt. Da sage ich aber gleich noch was dazu. Hier nur erstmal ein kurzer Ausblick. Das ist eine relativ einfache Abschätzung und ich wollte euch diese Gleichung auch nur zeigen, weil die alle ganz einfach beschreibend sind. Es sind nur die Werte einzusetzen, die hier bestehen und schon ist so eine Berechnung zu machen. Was uns aber noch fehlt, sind tatsächlich diese Entwurfsbiegemomente, die wir brauchen und entsprechende Querkräfte. Und auch die sind durch so eine relativ einfache empirische Gleichung zu ermitteln. Wir müssen nur diese Faktoren, die in den Regeln zu finden sind, einsetzen und haben dann unser entsprechendes Moment. Und wenn wir das benutzen, dann können wir eben in dem Gesamtquerschnitt, so wie wir es auf der linken Seite sehen, für die globale Biegespannung unsere Spannungsverteilung ermitteln. Wir können da aber auch weiter in diese Bauteile hineinzoomen und zum Beispiel im Doppelboden sehen, auch da haben wir eine Spannungsverteilung, hier jetzt über einen Längsträger, weil wir im Grunde diesen Längsträger mit ein bisschen Platte dran auch wieder einfach nur als in Längsrichtung ausgedehnten Versteifungselement und als Balken sehen können. Und genau das Gleiche können wir natürlich auch machen, wenn wir eben nur eine Steife mit einer Platte berücksichtigen oder eben auch nur die Platte alleine und jeweils einen Streifen herausschneiden in die entsprechende Belastungsrichtung und dann die Spannungsverteilung ermitteln. Und hier sehen wir jetzt mal drei verschiedene Querschnitte. Auf der linken Seite haben wir ein Containerschiff. In der Mitte irgendwie ein Schüttgut- oder Mehrzweckfrachter und auf der rechten Seite ein Tanker. Und wenn wir jetzt daran denken, dass wir eben diese
Spannungsverteilung bei vertikaler Biegung haben, dann wissen wir natürlich, okay, in dem Fall von dem Tanker, den wir auf der rechten Seite haben, da haben wir ja relativ viel Stahl im Boden und im Deck. Im Boden haben wir eine Doppelhülle, die brauchen wir aus Grundberührungsgründen, eben falls das Schiff auf Grund läuft, dass nun die Außenhülle kaputt geht. Die Doppelhülle auf der Seite haben wir, falls es in eine Kollision gerät, dass eben auch da nur die Außenhülle beschädigt wird und was immer wir an Gefahrgut transportieren, also wahrscheinlich Öl, das nicht austritt. Und im Deck haben wir eine Einfachhülle, aber wir haben die komplett durchgängig. Das heißt, wir haben einen geschlossenen Querschnitt, der wird sich sowohl auf Biegung als auch Torsion eigentlich relativ gut verhalten. In der Mitte haben wir immerhin noch einen relativ großen Tankbereich im oberen Teil des Decks, aber auch eine recht große Öffnung. Auf dem Containerschiff haben wir im Prinzip einen Schuhkarton, bei dem wir den Deckel abgenommen haben. Wenn wir den jetzt biegen, haben wir ja in diesem oberen Bereich ganz, ganz wenig Fläche zur Verfügung, um unseren Stahl anzuordnen. Im Boden ist es wiederum kein Problem. Aber das sorgt zum Beispiel dafür, dass wir bei so einem Schiff 100 mm und mehr an Stahlplattendicke verwenden müssen, um tatsächlich den Spannungen, die da auftreten, entgegenzuwirken. Und auf Torsion passieren noch andere Effekte, dass wir einfach dieses Schiff torsionieren und sich das relativ elastisch bewegen kann. Wenn wir es jetzt fertigen wollen, dann sehen wir auf einer Werft häufig solche Anlagen, wie wir sie hier sehen. Es ist im Prinzip einfach, zuerst werden die Platten zugeschnitten, dann werden irgendwie die Schleifen darauf positioniert und die werden verschweißt. Und die tatsächlich am häufigsten zu findenden Bauteile sind versteifte Platten, die dann zu dem großen Ganzen zusammengesetzt werden. Man sieht ganz im Hintergrund so eine Bugsektion. Da sind die Platten mehrfach gekrümmt. Die wird hier auch zusammengefügt, aber die Hauptanteile ergeben sich eben aus dem Hauptspant und der ist relativ prismatisch. Und das liegt einfach auch an den Kosten, die dafür entstehen, wenn wir eben relativ viele gerade Flächen oder ebene Flächen haben, die wir versteifen, ist es natürlich wesentlich preiswerter. Und der Kostenaspekt ist leider in der Fertigung extrem dominant. Wir haben ja am Anfang über die Aufgabe gesprochen. Wenn wir uns im Geschäft in Europa ein paar Sneaker kaufen, die irgendwo aus Fernost kommen und die kosten uns 100 Euro, dann hat das vielleicht 10 Cent gekostet, die mit dem Schiff zu transportieren. Wenn jetzt der Schiffseigner sagen würde, ich bräuchte aber 12 Cent, damit ich irgendwie wirtschaftlicher sein kann und tatsächlich am Leben bleiben kann, dann wird er in der Regel keine Chance haben, auch nur 2 Cent mehr zu bekommen. Tatsächlich würde uns das wahrscheinlich wenig interessieren, ob das am Ende im Laden 20 Cent für den Transport gekostet hat oder eben nur 10. Würden wir aber die doppelte Menge an Transportkosten dafür nehmen können, dann könnten wir die Schiffe natürlich auch wesentlich effizienter machen, wesentlich emissionsärmer. Aber all die Aspekte funktionieren immer dann besonders schlecht, wenn, so wie im Moment, natürlich auch der Ölpreis noch relativ niedrig ist. Aber das ist zu beachten, dass hier der Kostendruck extrem groß ist. Deshalb werden viele von diesen, sagen wir mal, einfachen Schiffen auch nicht mehr in Europa gebaut, weil die Kosten für die Herstellung einfach viel zu groß werden. Was wir hier jetzt aber sehen, ist so eine Bodensektion. Das heißt, zuerst wurde auf so einer Paneelfertigungsmaschine eben ein Paneel mit Steifen versehen. Dann können wir, und das ist der Innenboden, also der Teil, der dann auf der Innenseite des Schiffes, der liegt jetzt aber noch flach auf dem Boden, weil wir natürlich im Prinzip immer mit der Schwerkraft schweißen wollen und nicht gegen die Schwerkraft. Dann setzen wir da die entsprechenden Längs- und Querbauteile auf, können von oben noch relativ gut ran. Und dann drehen wir das Ganze um und legen es auf den Außenboden. Und jetzt müssen wir das immer noch verschweißen. Und das machen wir dann, indem wir da tatsächlich reinkriechen müssen. Das heißt, wenn der Doppelboden vielleicht 3 Meter hoch ist, dann ist es noch relativ entspannt. Aber wenn der nur 1 Meter hoch ist und die Steifen sind 300 Millimeter hoch auf beiden Seiten, dann wird es schon relativ sportlich. Und da gibt es natürlich dann auch Bedingungen, dass wir das so konstruieren, dass es tatsächlich auch noch möglich ist, das zu fertigen und auch zumutbar, dass da jemand reinpasst und das auch noch schweißen kann.
Aber ein wirklicher Spaß ist das unter Umständen nicht, wenn es eine sehr beengte Konstruktion ist, da hineinzukommen und die dann überall noch abzuschweißen. Gerade wenn jemand von euch schon mal geschweißt hat und versucht hat, es über Kopf zu machen, weiß man, dass das nicht besonders einfach ist. Entschuldigung, ich hätte eine kurze Frage. Ja, klar. Sie haben ja gerade von ökologischer Fertigung der Schiffe geredet oder dass es ökologischer sein könnte. Und ich habe mir nur gerade überlegt, dass ja früher Schiffe hauptsächlich aus Holz gebaut wurden und jetzt wird fast alles immer aus Stahl gebaut. Was ist genau der Vorteil, dass man das aus Stahl baut, weil Stahl ist ja auch relativ teuer. Natürlich verhält sich Holz anders im Wasser, das ist klar, aber wäre es denkbar, Holz wieder mehr einzusetzen beim Schiffsbau oder ist Holz total out sozusagen? Also für so ein großes Handelsschiff sehe ich da wenig Möglichkeiten. Alleine, weil wir Unmengen dafür brauchen. Und wenn man sich die Schifffahrt früher angeschaut hat, wo die ganzen Schiffe aus Holz gebaut wurden, dann gibt es ja jetzt viele Gebiete auf der Welt, da stehen keine Bäume mehr. Das ist durchaus auch dem Schiffbau geschuldet, dass daraus dann eben früher Schiffe überall gebaut wurden. Und das größte Problem ist im Grunde, so hat im Prinzip die Klassifizierung von Schiffen begonnen. Wir haben vor einigen hundert Jahren die Schiffe aus Holz gebaut. Die sind dann zum Beispiel in Southampton in England gestartet, um irgendwie Handel mit dem Rest der Welt zu betreiben. Und vor so vielen Jahren waren wir unter Umständen von dem Sicherheitsaspekt damit einverstanden, dass von den 10 Schiffen nur, weiß ich nicht, 2 oder 3 wiedergekommen sind. So hat sich im Grunde auch die moderne Klassifizierung und so unsere Regelwerke, die wir jetzt kennen, ergeben. Denn da hat dann einer in einem Pub gedacht, ich mache mal eine Liste an die Wand und schreibe da drauf, wann das Schiff den Hafen verlassen hat und wann es wiedergekommen ist. Und das Ganze nannte sich Lloyd's List. Und daraus sind, Lloyd's haben jetzt noch viele Klassifizierungs- oder Versicherungsgesellschaften im Namen, dieses moderne entsprechende Wesen dafür entstanden, um eben dann mal zu prüfen, okay, warum kommen die einen Schiffe denn wieder und die anderen nicht? Und können wir die vielleicht so bauen, dass die anderen auch wiederkommen, weil wir einfach dann ein sichereres Investment machen können? Dabei ist allerdings dann irgendwann festgestellt worden, dass Holz natürlich eine relativ große Streuung hat. Alleine wenn wir die Festigkeit davon berechnen wollen, kriegen wir das im Prinzip nur über statistische Methoden hin. Und die Unsicherheiten, die damit entstehen, sind zu groß, um die für diese Belastungen, die wir die Schiffe jetzt aussetzen wollen, quasi abdecken zu können. Wo wir Holz benutzen, ist zum Beispiel bei kleineren Fischereifahrzeugen. Wenn wir nach St. John's gehen in Kanada, da liegt fast, also nicht alle, aber da sind bestimmt die Hälfte der Schiffe dort aus Holz gebaut. Die sind nicht besonders lang. Das heißt, wenn ein Schiff klein ist, und was wir jetzt hier sehen, ist der Vorschiffbereich. Da haben wir eine Versteifung in Quer- und Längsbauweise. Diese Querschnitte, die ich euch hier gezeigt habe, die sind alle in Längsrichtung versteift. Das heißt, die sind sehr lang und wir haben einen langen Biegebalken, also wollen wir auch in Längsrichtung versteifen. An der Stelle im Vorschiff- und im Hinterschiffsbereich funktioniert es von der Konstruktion nur schwierig und es ist eben einfacher, mit Querbauteilen zu versteifen und dann die Platten auch von außen aufzusetzen. Was wir aber haben, wenn wir ein kurzes Schiff haben und eben damit mehr Querfestigkeitsaspekte und weniger Längsfestigkeit, dann bietet es sich natürlich auch an, in Querspantenbauweise zu versteifen. Und das können wir mit Holz und mit einem kleineren Schiff eigentlich ganz gut machen. Das bietet dann auch den Vorteil, wenn es zum Beispiel mit Eis, was in Kanada der Fall wäre, in Kontakt kommt, dann haben wir da so eine Flexibilität in dem Holz, das unter Umständen dazu führt, dass es tatsächlich gut funktioniert und länger hält. Und manche von solchen Expeditionsfahrzeugen sind auch so konstruiert und gebaut. Aber als tatsächliches Konzept für Handelsschiffe wäre es alleine von der Streuung und von den Anforderungen, die wir daran haben und von der Sicherheit, die wir damit haben wollen, nicht denkbar. Und ein weiteres Problem sehe ich zum Beispiel auch in der Reparatur. Wenn wir da irgendwo mal eine Schädigung haben, dann müssen wir relativ großzügig dann so eine Planke austauschen. Weil einfach 2 Stücke Holz zusammenzukleben könnte schwierig sein.
Wenn wir irgendwo einen Riss im Schiff haben, dann können wir den ausschleifen und können ihn wieder überschweißen und dann ist er repariert. Da würde ich sagen, liegen die Hauptprobleme. Ein anderer großer Punkt ist, wenn wir ein Schiff bauen, müssen wir im Prinzip immer diesen Feuerregeln A60 entsprechen. Das heißt, das muss seine Festigkeit noch 60 Minuten unter Feuerlast haben. Und da haben wir schon ein Problem, auch modernere Faserverbundwerkstoffe oder andere Dinge einzusetzen, wenn die einfach brennbar sein können. Und wenn ihr auf einem Flussfahrtschiff seid, da seht ihr relativ wenig schöne Holzmöbel irgendwo auf den Kabinenbalkonen stehen, weil die einfach brennbar wären. Deshalb steht da eher ein einfacher Plastikmonoblock, auch wenn er hässlich aussieht, aber er würde nicht in gleicher Weise als Brandbeschleuniger wirken. Da kommen eher die Aspekte her, Sicherheit und die Anforderungen, die wir daran haben. Hier ist nochmal ein kurzer Querschnitt, wo wir den Unterschied zwischen Längs- und Querspantenbauweise sehen. Im Boden und im Decksbereich haben wir Längsstreifen und in der Seite haben wir diese roten Streifen, die eben diese einfache Hülle abstreifen. Und diese beiden Bauformen gibt es im Prinzip nur. Das heißt, entweder in Längs- oder in Querrichtung. Wir haben keine diagonal laufenden Bauteile oder Ähnliches, das wir anordnen. Und das liegt im Prinzip daran, dass es anders sehr schwierig ist, das zu fertigen. Und natürlich ist es denkbar, aber es würde die Kosten nicht positiv beeinflussen. Und damit kommen wir im Grunde auch zu dem Konzept, welche Werkstoffe wir denn so verwenden können. Und im Grunde ist es normaler Stahl, den wir in der Regel benutzen, mit 235 Megapascal Streckgrenze für die Platten und für die Profile. Wir haben, wenn wir von hochfestem Stahl im Schiff sprechen, dann sind es vielleicht mal 420 Megapascal. Wenn wir einen Kran bauen für spezielle Anforderungen, dann hat der vielleicht 1000 Megapascal. Ich weiß nicht, wie viel Mechanik und Festigkeitshintergründe ihr so mitbringt, aber im Grunde haben wir beim Schiff das primäre Problem, weshalb wir so einfachen Stahl benutzen, aufgrund von der Art der Belastung, auf die wir noch gleich kommen, die wir bei anderen Strukturen in anderer Weise berücksichtigen können. Hier haben wir jetzt schon gesehen, okay, wir haben vielleicht ein 400 Meter langes Schiff, wir haben da unzählige Bauteile, die werden in der Regel durch Schweißen zusammengefügt. Also haben wir da ganz viele Schweißnähte. Und jetzt müssen wir natürlich Werkstoffe wählen, die wir dann auch verschweißen können. Hier steht auch am Ende Leichtmetalle, insbesondere Aluminium für Aufbauten. Gerade in einem Kreuzfahrtschiff könnte das relevant sein, wenn wir einfach ganz oben noch einen Swimmingpool und andere Sachen anbringen wollen, dann ist das ja schon ziemlich viel Gewicht. Dem könnten wir entgegenwirken, indem wir Aluminium benutzen. Bei schnellen Fahrzeugen ist das auch möglich und bei kleineren Booten auch. Und Kunststoff und Holz steht hier auch primär für Boote oder Inneneinrichtungen oder Ähnliches. Immer unter der Voraussetzung, dass wir diese Feuervoraussetzung erfüllen. Hier ist mal ein einfaches Diagramm. Das ist natürlich schon ein bisschen älter, aber vom Grundkonzept passt es gut, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Plattendicken und wie viel von dem Blech eigentlich in Tonnen für so entsprechende Schiffe verwendet wird. Und im Grunde ergibt sich daraus, aus dieser Massenberechnung, auch der Preis. Ganz extrem war der im vielleicht letzten Jahr. Da gab es durchaus so niedrige Preise, dass man für ein komplettes Schiff nur diesen Blechpreis in Stahl bezahlen musste, weil einfach die Marktsituation es nicht anders hergegeben hat. Und wenn wir Plattenwerkstoffe verwenden wollen, dann ist natürlich auch ganz gut zu wissen, in welchen Abmessungen die es so gibt. Hier ist ein Beispiel von Dillinger. Und da finde ich eigentlich nur recht beeindruckend zu sehen, dass wir Platten mit maximal 28 Meter Länge kaufen können. Das hat natürlich eine Transportlimitierung, aber die können bis zu 450 mm dick sein. Das ist also schon ganz schön beeindruckend. Und die Eigenschaften sind dann natürlich dann trotzdem noch genau die, die man auch haben möchte. Ansonsten verwenden wir im Prinzip einfache Halbzeuge, wie hier solche Flatbars, die es in unterschiedlichen Formen gibt, sind immer durch die Höhe und durch die Dicke gekennzeichnet. Und in Europa sehr viele von diesen Holland-Profilen.
Das heißt, einen relativ schlanken Steg und am Ende so ein bisschen mehr Stahl, der dort angehäuft ist. Da gibt es auch entsprechende Kataloge, um die daraus auszuwählen. Dann können wir natürlich auch noch L-Profile benutzen, gleichschenklich oder ungleichschenklich. Oder welche, bei denen die Schenkel unterschiedlich lang sind und auch noch unterschiedlich dick. Und die könnten wir natürlich auch noch, wenn wir es uns denn leisten können von dem Aufwand oder es notwendig ist, auch irgendwie zusammenbauen. Und wenn wir nur Plattenwerkstoffe verwenden, dann könnte man natürlich auch darüber nachdenken, da noch einen Flansch anzusetzen oder die zu gesägten Platten durch Knicken fügen. Und damit zum Beispiel Schotte oder einfache Wände erzeugen, in denen diese Versteifung schon mit eingebracht ist, zumindest in eine Richtung. Wenn wir es dann auch noch in die andere Richtung aussteifen müssten, dann wird es unter Umständen schon wieder schwierig. Und warum machen wir das? Ja, das wisst ihr sicherlich alle, aber wenn wir eine Platte auf Biegung belasten, dann haben wir natürlich den gleichen Aspekt bezüglich der Spannungsverteilung, wie wir ihn schon für den Schiffsquerschnitt gesehen haben. Wir belasten eigentlich nur die Randfasern. Also macht die Platte alleine wenig Sinn, weil wir müssten die ja immer dicker machen, wenn wir einer höheren Spannung Genüge tun müssten. Aber den ganzen Werkstoff in der Mitte der Platte würden wir nicht benutzen können, weil da gar keine Spannung ist. Also bringen wir so eine Steife auf der Platte an, um die neutrale Faser aus der Plattenmittelebene herauszuziehen und damit eine wesentlich effektivere Lösung zu haben, weil jetzt eben viel mehr Stahl effektiv in den Randfasern auch belastet wird. Und hier sehen wir einfach mal drei Beispiele, drei unterschiedliche Profile, die auf einem Stück Platte angebracht sind und die entsprechenden Biegeeigenschaften. Die Querschnittsfläche AP ist bei allen ungefähr gleich. Das Widerstandsmoment unterscheidet sich allerdings relativ stark. Dadurch, dass die Querschnittsfläche gleich ist, wiegen die auch gleich viel. Aber mit dem NJA-Profil haben wir einfach eine viel steifere Konstruktion erzeugt. Und solche Aspekte sind dann nachher zu berücksichtigen, wenn wir diese Auswahl treffen, was wir an Strukturelementen wo anordnen wollen. Dann haben wir darüber gesprochen schon, dass wir die einzelnen Komponenten durch Schweißen zusammenfügen. Und während wir so konventionelle MAC-Verfahren benutzen können, wird im Moment natürlich oder ist der Standard in vielen Bereichen so ein Laser-Hybrid-Schweißen, bei dem wir eben mit einem Laser den Werkstoff aufschmelzen und einen Zusatzwerkstoff einbringen, um damit unsere Schweißnaht zu erzeugen. Und die Entwicklung, die wir hier sehen, soll im Prinzip anzeigen, wir verwenden modernere Verfahren, bei denen wir weniger Energie lokal einbringen und damit tatsächlich geringere Kosten haben, weil eben die Energie niedriger ist und geringere Querschrumpfung und damit Eigenspannung. Und was die für einen Einfluss haben, sehen wir gleich noch in so einem gefertigten Konzept. Wenn wir schweißen, dann haben wir für so einen Stumpfstoß einfache Nahtformen, wie die hier zu sehen sind. In der Regel ist unser Wunsch, immer von einer Seite zu schweißen. Kann natürlich aber auch sein, dass die Platten so dick sind, dass wir es von beiden müssen. Manchmal brauchen wir eine Bartsicherung, wie wir es in Fall C sehen. In Fall B haben wir so eine Wurzellage zuerst geschweißt. Und in Fall D haben wir uns überlegt, wir entfernen die Naht einfach nochmal komplett, damit wir da entsprechend keine Unstetigkeitsstellen haben. Das hat einen relativ großen Einfluss auf die Festigkeit, wie wir gleich sehen werden. Und wenn wir einen Kreuzstoß oder so einen T-Stoß fertigen, dann haben wir eben verschiedene Möglichkeiten, auch den entsprechend einseitig oder zweiseitig anzuschließen. Ich sitze leider neben der Baustelle. Ich hoffe, das ist nicht allzu laut, aber das ist wahrscheinlich gleich wieder weg. Wenn wir drei Plattenelemente fügen wollen, dann könnten wir das auf verschiedene Möglichkeiten tun, wie wir sie hier sehen. Problematisch zum Beispiel bei Variante A sind oft die Toleranzen, die wir in einem Schiff vorfinden. Denn das können gut ein paar Zentimeter sein, auf die wir da vielleicht daneben liegen, wenn wir da was zusammenfügen wollen. Und das kann eben sein, dass wir so eine genaue Positionierung damit nicht hinbekommen. Würden wir dann so ein entsprechendes Zwischenstück wie im Fall B erst anschweißen, dann haben wir natürlich genug Auflage. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum schweißgerechten Konstruieren. Ich habe schon kurz den Doppelboden und dessen Höhe angesprochen, dass da auch noch jemand rein muss. Hier geht es dann im Wesentlichen darum, es muss schweißbar sein und wir müssen es eben
durch einen Mensch in der Regel herstellen lassen können. Das heißt, hier haben wir jetzt entsprechende Anforderungen, zum Beispiel diese Durchschweißlöcher. Wenn wir jetzt hier diese Naht anfertigen und am vorderen Ende diese Umschweißung machen, ist es in dieser offenen Variante hier noch relativ einfach. Aber wenn wir jetzt vorne eine Platte ansetzen, die wir dann auch wieder anschweißen, dann wird es schon recht sportlich, da noch mit dem Schweißgerät vorne drumherum zu kommen und entsprechend einen Anschluss zu erzeugen. Kritisch ist es allerdings, weil natürlich, wenn da so eine Unstetigkeit entsteht, die von der Geometrie nicht besonders schön ausgeführt wird, vielleicht eine Spannungskonzentration entsteht und damit ein Riss genau an dieser schwer herzustellenden Stelle entsteht. Und in der Regel findet man dann eine gute Lösung, wenn man eben die entsprechenden Abteilungen, die mit der Fertigung und dem Herstellen und dem Schweißen beauftragt dann sind, in der Werft tatsächlich an einem Tisch sitzt und dann eine gemeinsame Lösung findet. Es sei denn, es sind jetzt Standardbauteile. Was auch zu berücksichtigen ist, ist, wir haben ja diesen prismatischen Teil des Schiffs, aber im Vorschiff wird das ja irgendwann immer schmaler und irgendwann haben wir gar kein Schiff mehr. Wenn wir es also längs versteifen, können wir nicht einfach alle Steifen auf einmal in einen Punkt fließen lassen, sondern wir nehmen wahrscheinlich immer mal welche raus. Und in der nächsten Sektion fehlt dann eine. Dann könnten wir so einen Bereich haben, dass wir eben so einen harten Punkt in einem weichen Feld haben. Das ist aber was, was wir absolut nicht wollen. Denn wenn wir jetzt die Außenhaut mit Druck beaufschlagen, dann biegt die sich ja nach innen. Wenn der Druck wieder weg ist, weil die Welle vielleicht weg ist, dann biegt sie sich wieder zurück. Und dann drücken wir immer diesen harten Punkt alternierend in diese Plattenfläche hinein und sorgen da wahrscheinlich relativ bald für eine Schädigung. Also solche Aspekte sind zu berücksichtigen und dann entsprechend auszugestalten. Was grundsätzlich aber spannend ist, wenn wir durch Schweißen fügen, ist, dass wir da natürlich Wärme einbringen und Spannung. Und hier haben wir mal so drei Platten. Die vordere sieht irgendwie ganz eben aus, die anderen beiden, die sind es nicht mehr so ganz. Und das liegt zum einen an den Randbedingungen und daran, wie wir die Platte einfach hergestellt haben und was in dem Schweißprozess passiert. Und hier sehen wir mal einen Querschnitt durch eine Naht auf der Unterseite und die Eigenspannung darüber aufgetragen, die durch den Schweißprozess entsteht. Wenn wir diese Platte an den Rändern festhalten und jetzt durch den Schweißprozess in der Mitte aufschmelzen und das Ganze dann erstarrt, dann erzeugen wir damit durch das Abkühlen ja wiederum eine gewisse geometrische Änderung, die wir aber behindert haben aufgrund von der Einspannung und damit müssen Spannungen entstehen. Die liegen jetzt in dem Fall im Zugbereich von über 300 Megapascal, obwohl der Stahl nur eine Streckgrenze von 235 hat. Das bedeutet, alleine durch den Fertigungsprozess haben wir da jetzt schon eine Schädigung eingebracht. Und in Zugrichtung, ein Stück von der Naht entfernt, haben wir minus 50, minus 60 Megapascal. Das bedeutet im Grunde, dass wir da eine Verschiebung von unserem Nullpunkt schon eingebracht haben. Und wenn wir jetzt die Struktur belasten, dann ist die gar nicht mehr bei Null, sondern schon in die eine oder andere Richtung verschoben. Hier sind ein paar Beispiele von realen Plattenfeldern. Wenn wir zum Beispiel Feld 6 auf der rechten Seite anschauen, da sehen wir, da sind schon Spannungen von über 300 Megapascal drin. Also auch da haben wir unter Umständen eine ursprünglich schön aussehende ebene Struktur, aber die Spannungen, die da schon drin sind, sind ziemlich groß. Das heißt, die Reihenfolge, die Notwendigkeit, mehr oder weniger zu schweißen, hat unter Umständen einen Einfluss darauf, wie haltbar denn unser Bauteil am Ende ist. Und hier ist mal ein Beispiel, wie so eine Schiffssektion mit relativ dünnen Platten im Baudock aussieht, bevor die jetzt mit der linken, die nur ganz bisschen zu sehen ist, zusammengefügt wird. Die Plattendicke ist so 5 mm, vielleicht sind es auch 6, und die Steifen sind wahrscheinlich 120 mm hoch und ihr könnt sehen, die Amplitude ist mindestens so hoch wie die Steifen. Sie ist also nicht mehr so ganz gerade. Trotzdem müssen wir die jetzt zusammenfügen. Und diese Vorverformung entsteht natürlich durch all diese Einflüsse, die eben in dem Fertigungsprozess entstehen. Aber wir müssen die dann wieder richten und eben entsprechend zusammenbringen. Und das ist jetzt tatsächlich schon State of the Art, was wir hier sehen. Das ist jetzt kein schlechtes Beispiel für eine Fertigungstoleranz. Aber das gilt es eben zu berücksichtigen, mit entsprechenden Haltenblechen diese Bleche wieder zusammenzubewegen und dann diesen Sektionsstoß herzustellen.
Und entsprechend gilt eben, das mit zu berücksichtigen, dass die Verformungen trotzdem möglichst gering sind, um dann am Ende eine Lösung zu finden. Was wir uns dabei jetzt natürlich überlegen könnten, was wir ja gesehen haben schon für den Querschnitt, ist, dass wir jetzt monolithische Strukturen benutzt haben. Die haben wir durch eine Steife ergänzt und natürlich könnten wir auch irgendwie so eine Sandwich-Konstruktion benutzen, bei der wir einen relativ leichten Kern mit Decksbeplattung kombinieren. Und sicherlich wisst ihr, dass das relativ effizient ist. Hier haben wir mal eine monolithische Platte von 2 mm auf der linken Seite. Die hätte eine Steifigkeit von 100% und ein entsprechendes Gewicht. Wenn wir es jetzt ganz extrem machen, so wie wir es ganz rechts sehen, und wir einen Kern von 4,64 mm Dicke, irgendeinen leichten Schaum, der die Schubkräfte übertragen kann, benutzen, bräuchten wir nur eine Blechdicke von 0,06 mm und hätten bei gleicher Steifigkeit nur 17,63% Gewicht verbraucht. Also relativ attraktiv, sowas an entsprechenden Stellen auch zu verwenden. Es wird auch im Innenausbau und in Wänden und Ähnlichem verwendet. Das größte Problem ist allerdings, wir müssen es irgendwann wieder an diese konventionelle Tragstruktur anschließen. Und was wir hier sehen, sind jetzt Stahl-Sandwich-Paneele, also zwei Stahlplatten mit einem Kern, hier im Prinzip Abstandsbleche, die auch aus Stahl sind, die dann ja eine entsprechende Bauhöhe haben. Und die müssen wir wieder irgendwann an eine konventionelle Struktur anschließen. Und das dient, war bislang und ist bislang noch immer das Bottleneck in solchen Fällen, weshalb wir solche möglichen effizienteren Werkstoffe oder Baukonzepte nicht verwenden, weil diese Anschlusskonzepte so aufwendig sind, dass sie uns das ganze den ganzen Gewinn, den wir dadurch haben, im Prinzip wieder zunichte machen. Was es noch gibt, sieht ein bisschen grässlich aus, das Bild in der Größe, aber man kann es eigentlich erkennen, das wären jetzt Strangussprofile aus Aluminium. Da ist natürlich die Schweißarbeit nicht mehr notwendig innerhalb dieses Profils oder dieser Konstruktion hier, die wir haben. Und wir müssen die nur wiederum an die nächsten Elemente anschließen. Das wird bei leichten und schnellen Schiffen auf jeden Fall zur Anwendung kommen. In dem oberen Fall mit den zwei Platten haben wir zwar noch immer das Problem, dass wir die untere Naht über Kopf schweißen müssen. In dem unteren Fall bei der Integralplatte wäre das jetzt nicht der Fall. Aber natürlich ist die nicht so minimiert, was das Gewicht betrifft, bei gleicher Steifigkeit wie in dem oberen Fall. Und das nur als natürliche Möglichkeit, um zu entscheiden, wie wir denn was aussteifen wollen. Denn im Prinzip haben wir jetzt beim Schiff nur darüber gesprochen, dass wir in Längs- oder Querrichtung aussteifen. Wenn wir allerdings wissen, dass die Belastungen gar nicht in Längs- oder Querrichtung vorkommen, dann wäre es natürlich schön, wenn wir das ein bisschen anders machen würden. Hier sehen wir jetzt von einem Segelbootrumpf eine entsprechende Hauptspannungsverteilung in der Außenhautfläche, die sich dann aufgrund von den Kräften durch die entsprechenden Verstrebungen von dem Mast ergeben und was auch immer an Lasten dann noch auftritt für einen Lastfall. Und wie man natürlich prima an der Anordnung und Orientierung der Vektoren hier sehen kann, würde sich das hier natürlich prima anbieten, da jetzt einen faserverstärkten Kunststoff zu verwenden, den wir einfach so anordnen, dass die Fasern in Richtung der auftretenden Kräfte verlaufen. Das natürlich nur für einen Lastfall, da müsste man gucken, wie sich es für die anderen Lastfälle verhält. Bei Handelsschiffen ist da der Kostenfaktor einfach das größte Problem, dass wir sowas nicht zur Anwendung bringen würden im globalen Konzept, weil Stahl einfach viel billiger ist und noch dazu feuerfester. Aber für solche kleineren Schiffe und Boote und Yachte ist das natürlich eine Alternative. Was uns jetzt aber noch fehlt, ist, wenn wir die Berechnung durchführen wollen, ist, was wir denn für Belastung haben. Und die können wir grob in statische und dynamische unterteilen. Ladung, Glattwasserbiegemomente, vielleicht Eislasten oder Wetter. Und auf der dynamischen Seite Wellenbiegemomente, Trägheit, vielleicht eine Kollision, ein Aufprall oder Seeschlag oder freie Oberflächen in einem Tank. Und im vereinfachten Beispiel würde in so einem Querschnitt das Ganze so aussehen. Wir haben den hydrostatischen Druck und die Belastung auf den unterschiedlichen Decks.
Wenn wir ein Ersatzmodell daraus bauen wollen, dann würden wir uns so eine versteifte Platte nehmen für die Dimensionierung, würden sagen, wir haben feste Auflager an den Steifen und hätten ein vereinfachtes Modell, einfach mit dem Steifenabstand A und der Belastung darauf, und können wieder, wie wir es eben schon für den Balken gemacht haben, unsere maximale Spannung aus dem Moment über den Widerstandsmoment berechnen. Und wenn wir es ein bisschen auflösen, dann sehen wir, da steht die Last drin, da steht die ununterstützte Länge A zum Quadrat drin, die hat immer den größten Einfluss auf die Dimensionierung, und zweimal die Dicke zum Quadrat. Wenn wir es nach T auflösen würden, würden wir daraus unsere Dicke errechnen können. Und so sind viele Beispiele gewählt oder Ersatzmodelle erstellt, um eben solche Dimensionierungen vorzunehmen. Und jetzt können wir hiermit die Platte dimensionieren. Ihr wisst, wie ihr das Gesamtwiderstandsmoment dimensioniert, und ihr könnt die einzelnen Komponenten auswählen. Somit könntet ihr im Prinzip einen beliebigen Querschnitt von einem Schiff zusammensetzen und dann hinsichtlich gefordertem Mindestwiderstandsmoment prüfen. Was wir damit allerdings nicht berücksichtigt haben, ist, dass das Schiff ja nicht nur statisch belastet wird, sondern in dem Seegangszustand alternierend belastet wird zwischen diesen beiden Extremzuständen. Und die ergeben, wie wir es in der Mitte sehen, im Prinzip so eine einhüllende Grenzkurve. Einmal im Sagging-Fall und einmal im Hogging-Fall. Und zwischendrin können natürlich alle möglichen anderen Belastungszustände auftreten, aber das ist quasi unsere einhüllende. Und die erzeugt eben entweder die auf Zug im Deck oder auf Druck im Deck beanspruchte Belastung oder Spannungsverteilung, wie wir sie rechts sehen. Und was ihr hier jetzt seht, ist mal so ein kleines Beispiel, wie sich so ein Schiff eigentlich als elastischer Körper im Seegang verhält. Das ist ein Containerschiff, und wir gucken uns in diesem Video da unten einfach, gucken wir in den Schergang rein. Der Teil, der also da oben relativ stark auch ausgeschleift ist, weil ja da nur wenig Materialraum verfügbar ist, um dem Boden entgegenzuwirken. Und wir sehen relativ normalen Seegangszustand und einige Schläge und unten eben diesen Blick durch diesen Schergang. Der ist vielleicht so 200 Meter lang. Ich denke mal, bekommt einen ganz guten Eindruck dafür. Jetzt war ein besonders starker Seeschlag. Und jetzt sieht man, wie groß die Auslenkungen sind und wie elastisch sich dieser Körper im Gesamtsystem verhält. Was sich daraus ergibt, gerade im Unterschied zu Flussschiffen, ist eben, dass wir eine dynamische Belastung haben und damit unsere Struktur primär aufgrund von Betriebsfestigkeitsaspekten zu dimensionieren ist. Das heißt, diese Spannungsschwingbreite zwischen der Ober- und der Unterspannung ist der Teil, der hier maßgeblich die Bauteile belastet und entsprechend die Dimensionierung vorgenommen werden muss. Wenn ihr mit Betriebsfestigkeit noch nicht viel zu tun hattet, dann könnt ihr das alle testen, könnten ein Stück Metall in die Hand nehmen, Löffel oder ähnliches. Wenn ihr den ganz oft ein bisschen hin und her biegt, wird er irgendwann versagen. Wenn ihr die Last verdoppelt, dann müsst ihr weniger oft hin und her biegen. Wenn ihr die Last halbiert, aber immer noch so viel Last aufbringt, dass er irgendwann versagt, dann entsteht auch da eine Schädigung. Und natürlich könntet ihr auch einmal feste dran ziehen und er wäre kaputt. Die Last wäre sehr viel höher. Das Problem ist aber, dass eben diese Spannungsschwingbreite, wenn wir denn häufig genug diese Lasten auftragen, dazu führen, dass eben langfristig eine Schädigung akkumuliert, die dann eben zu einer Rissinitiierung führen kann. Und darüber sind im Prinzip derartig belastete Strukturen wie ein Schiff oder eine Offshore-Struktur primär definiert. Und der spannende Teil daran ist jetzt noch, wenn wir eine mehr oder weniger unendlich große Platte haben, die wir einfach mit einer Kraft belasten und der Querschnitt dadurch unsere Fläche A wäre, dann wisst ihr alle, dass die nominelle Spannung nichts anderes ist als die Kraft durch die Fläche. Die Beispiele sind simpel, aber ich weiß nicht, wie viel technische Mechanik Hintergrund ihr habt. Besser wollte ich das hier nochmal erinnern. Wenn wir jetzt da ein Loch reinbohren in diese Platte, dann ist eben die Spannung an diesem Querschnitt nicht mehr einfach nur unsere Kraft durch die reduzierte Fläche, weil wir jetzt das Loch abgezogen haben, sondern der spannende Teil entsteht jetzt am Lochrand,
Und in so einem Fall, wo wir in eine Richtung ziehen, ist die Spannung jetzt dreimal der nominellen Spannung von dem intakten Zustand. Das heißt, nur dadurch, dass wir da so ein Loch reingebohrt haben, müssten wir jetzt, wenn wir die Platte homogen gestalten, die dreimal so dick machen, damit sie dieser dann auftretenden Randspannung standhalten kann. Könnten natürlich auch einfach den Lochrand aussteifen und wenn wir in zwei Richtungen dran ziehen, dann ist es nur noch zweimal die nominelle Spannung. Aber das Problem steckt immer in diesen Details. Und diese Kerbe, die haben wir natürlich bei so einem Loch, aber die haben wir auch bei jeder Schweißnaht. Deshalb war die Eingangsfrage da sehr gut, weil sie genau das Kernproblem bei so einer geschweißten Struktur anspricht. Wir haben also bei so einem Stumpfstoß wie auf der linken Seite vier Kerben. Das sind immer diese Einbrandkerben, die sich ergeben. Und bei so einem Kreuzstoß natürlich auch noch innere Anrissmöglichkeiten. Deshalb haben wir zum Beispiel vorhin in einem Bild gesehen, da war die Schweißnaht abgetragen, mechanisch. Das ist natürlich die beste. Wenn es keine gibt, haben wir auch keine Spannungskonzentration und keine Störung des Kraftflusses. Und deshalb wollen wir im Prinzip Strukturen herstellen, wo entweder wenig geschweißt ist oder die Schweißnähte vielleicht sogar irgendwie noch nachbearbeitet sind. Bei einem Kran, wo ich eingangs gesagt habe, den können wir vielleicht aus hochfestem Stahl bauen, wäre das noch einfach denkbar, weil die Länge der Schweißnähte relativ begrenzt ist. Bei einem Schiff sind es aber viele Kilometer. Die können wir nicht alle nachbehandeln und dafür sorgen, dass die Schweißnähte zum Beispiel alle abgeschliffen sind. Und der nächste Bereich, in dem es zu Schädigen kommen kann, sind freie Blechkanten. Hier zum Beispiel im Deck. Wenn wir ein Containerschiff haben, haben wir schon gesagt, das ist im Prinzip der Schuhkarton ohne Deckel. Jetzt haben wir da ein bisschen Deck, durch den wir die Container nach unten einladen wollen. Und in den Ecken haben wir entsprechend Radien. Und das sind eben dann genauso unsere Spannungskonzentrationsbereiche, wo wir eine Spannungserhöhung aufgrund von der Geometrie haben. Die könnten wir durch eine entsprechende Einsatzplatte verstärken oder wir könnten da noch eine Gurtung anbringen. Aber all diese Bereiche gibt es einfach und da entstehen Spannungskonzentrationen, die zu berücksichtigen sind. Das heißt, ohne diese lokalen Details zu berücksichtigen, nützt uns diese globale Berechnung nach gefordertem Mindestwiderstand relativ wenig. Das müssen wir auch erfüllen, aber wir müssen dann im nächsten Schritt hineinzoomen und uns diese Details alle anschauen und dafür sorgen, dass wir da eine schweißgerechte und, sagen wir mal, spannungskonzentrationsarme Struktur erzeugen. Und falls jemand auf die Idee kommt, auf einen Punkt, den ich gemacht habe, anzuspringen, wo ich gesagt habe, naja, wir könnten ja vielleicht dann höhere, festeren Stahl verwenden, gerade wenn wir so hohe Spannung haben und wir wollen vielleicht eine viel größere, ununterstützte Länge haben, dann ist hier das Problem, dass höher, fester Stahl im Hinblick auf Betriebsfestigkeit ohne Nahtnachbehandlung nur exakt das gleiche Betriebsfestigkeitsverhalten zeigt wie normalfester Stahl. Das bedeutet, wir können zwar statisch betrachtet entsprechend mehr Last aufnehmen, aber dynamisch betrachtet gibt er uns keinen Vorteil. Es sei denn, wir behandeln die Naht nach durch Schleifen oder mögliche andere Prozesse, wobei Schleifen im Schiff das einzig Erlaubte ist, weil das geometrisch quantifizierbar ist. Das erhöht aber den Aufwand massiv, wird aber zum Beispiel gerade an Fensterecken häufig gemacht. Denn wenn ihr euch so ein modernes Kreuzfahrtschiff anschaut, dann haben wir da ja relativ viele Fenster. Und wir sind da in einigen Projekten auch schon immer beteiligt, wo der Bedarf besteht, am besten eigentlich nur noch Glasflächen zu sehen und möglichst wenig Struktur. Das Problem dabei ist ein bisschen, dass wir eben in den Öffnungen für das Fenster auch diese entsprechenden Spannungen bekommen. Und wir entgegen einiger Bauwerke, die wir haben, keine Last in die Glasscheiben einleiten dürfen, beziehungsweise wir das Schiff im Prinzip ohne Glas berechnen müssen. Also einfach mit vielen großen Öffnungen. Und wenn ihr jetzt diese Schubverformung euch da oben anschaut, dann ist das, könnt ihr mit einem Block Papier ganz einfach machen. Wenn ihr den gerade vor euch legt, dann sind die Kanten gerade. Wenn ihr den Block Papier biegt, dann wollen sich die freien Blätter ja gegeneinander verschieben. Beim Schiff kann das nicht passieren, weil die Decks sind ja zusammengeschweißt.
Trotzdem entstehen natürlich durch diese Zwängung entsprechende Spannungen, gerade in den Enden. Und das wäre dann entsprechend Schub, den wir in der Außenhaut hätten. Und der erzeugt wiederum an unserer Fensteröffnung, wenn wir das Schiff wiederum im Seegang bewegen, alternierend Zug- und Druckspannung. Und auch da haben wir diese freien Ecken. Das heißt, je größer wir so eine Fensteröffnung vielleicht machen würden, desto größer machen wir auch die Spannungen, die wir dann an den Ecken haben und müssten uns da irgendwas überlegen. Jetzt nur noch im Grunde zwei kurze Folien zu den Vorschriften. Falls ihr euch mit sowas im Detail beschäftigen wollt, gibt es viele Klassifikationsgesellschaften. Hier mal das Beispiel vom DNVGL. Da gibt es dann unterschiedliche Kapitel zu den verschiedenen Schiffen. Da sieht man auch schon, es gibt einmal Schiffe, aber es gibt auch Highspeed- und Lightcrafts. Die haben verschiedene andere Ansätze. Es gibt auch Yachten oder Unterwasserschiffe und andere Sachen, also U-Boote in dem Fall. Wenn wir uns den Bereich anschauen, der jetzt am ehesten den Inhalten entspricht, den ich euch heute gezeigt habe, wäre das der Bereich Ship mit dem Part 3 für den Rumpf. Und da würdet ihr einige von den Gleichungen, die ich heute gezeigt habe und Ansätzen auch sehen. Und es ist ein bisschen wie ein Handbuch. Man kann es einfach durcharbeiten und man bekommt die unterschiedlichen Bauteile damit relativ leicht initial dimensioniert. Es gibt noch ein paar übergeordnete Regeln, aber im Grunde ist das das Konzept. Und jetzt war das natürlich nur ein ganz kleiner Einblick. Das heißt, wenn wir das mit einem realen Schiff oder einer Offshore-Struktur machen, gibt es natürlich noch viele andere Aspekte, Risikobetrachtung. Vielleicht könnte es zu einem Feuerproblem kommen, gerade bei einer Offshore-Anlage. Wie verhält sich das im Seegang? Eben diese detaillierten Fatigue- und Betriebsfestigkeitsbetrachtungen, aber auch andere hydrodynamische Betrachtungen und Stabilität und Ähnliches. Und die müssen wir irgendwie alle gemeinsam betrachten, um dann daraus unser finales Produkt zu erzeugen. Meistens können wir es nicht gleichzeitig, aber die interagieren alle. Und das gilt zu berücksichtigen, damit wir eben nicht eine Einstellschraube optimieren und dabei andere schlechter machen. Falls das thematisch grundsätzlich interessiert, habe ich hier nur die Idee gehabt, zumindest auf ein Buch zu verweisen, in dem im Prinzip pro Kapitel immer ein spezielles Schiffs- oder ein Schiffstyp besprochen wird von entsprechenden Spezialisten, die genau solche Schiffe ihr Leben lang konstruiert und entworfen haben. Da gibt es dann was über Kreuzfahrtschiffe, über Personenfähren oder Ähnliches in relativ kompakter Weise. Und falls jemand daran Interesse hat, sich zum Beispiel anzuhören, wie denn eigentlich extremere Lasten auf Schiffe wirken, ist hier ein kleiner Podcast. Und ansonsten war das der erste Ausblick, den ich euch geben wollte. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr das gerne jederzeit tun. Also, danke für den Vortrag. Ich hätte noch zwei Fragen. Die erste Frage wäre, wie wirkt sich denn die Temperatur gerade auf diese Schwachstellen der Schweißnaht jetzt so aus? Weil wenn ich jetzt ein Schiff habe, liegt es mir ja eher im kühlen Gewässer, natürlich erdabhängig, wo es liegt, wird wahrscheinlich im Trockenen, wo es wärmer ist, geschaffen. Und wenn ich sehr große Motoren und Antriebsgeneratoren habe, erzeugen die mir ja auch eine unglaubliche Hitze. Und wenn ich jetzt einen Stahlträger betrachte und ich ihn auf einer Seite warm mache und auf der anderen Seite wird er belastet und dann auf der anderen Seite ist er kalt, dann kriege ich ja Probleme. Ja, also ja, da hast du das völlig richtig. Also der gute Teil ist, das Schiff ist in der Regel ja homogen aus Stahl gebaut. Das heißt, der Temperaturausdehnungskoeffizient wäre für alle Komponenten gleich. Und die Kapazität, die wir da als elastische Verformung in so einem Schiff haben, wenn du an das Video denkst, im Seegang, die ist ziemlich groß. Das heißt, durch den Temperaturunterschied würde sich so eine große Verformung niemals ergeben. Problematisch ist allerdings unter Umständen, wenn wir an Temperaturbereiche denken, wie wir sie vielleicht auf dem Bild, das ich hier auf der letzten Folie habe, haben könnten. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo so zwischen
minus 5 und plus 40 Grad sind, da spielt es quasi keine Rolle, wie die Temperatur ist und wie die Festigkeit dazu ist. Erst wenn wir es sehr viel wärmer machen und da quasi wir in die Nähe vielleicht von Fliesen oder Ähnliches kommen, dann hat es natürlich sofort einen Einfluss. Und wenn wir es ganz, ganz kalt machen. Es ist allerdings so, dass die unterschiedlichen Regelwerke da alle auch ein bisschen unterschiedliche Entwurfstemperaturen vorschlagen, weil man sich da nicht so ganz einig ist. Wenn wir zum Beispiel an den Nordpol fahren, was denn da jetzt die Entwurfstemperatur für unsere Struktur sein soll. Und was da zum Tragen kommt, ist natürlich, dass der Grundwerkstoff, den wir verwenden, eine entsprechende Zähigkeit hat. Ich weiß nicht, ob ihr materialwissenschaftlich irgendwelche Vorlesungen hattet, aber dann habt ihr vielleicht so einen Kerbschlag-Biegeversuch gemacht und wisst, dass ihr da mit so einem Sharpie-Test eben feststellt, wie die Zähigkeit bei entsprechender Temperatur ist. Das hatte man zum Beispiel bei diesen Liberty-Schiffen, die gebaut wurden, um von Europa in die USA zu fahren, am Anfang nicht gemacht. Und die sind nach dem Stapellauf unmittelbar in zwei Hälften gebrochen, weil die eben diese Zähigkeit nicht hatten und extrem spröde gebrochen sind. Sowas haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, die Stahlsorten, die wir verwenden, die haben im Grunde die entsprechende Zähigkeit und können diesen Unterschieden sehr gut Rechnung tragen. Wir wissen aber tatsächlich trotzdem nicht so genau, wie denn die Temperatur auf dem Stahl, zum Beispiel wenn das Schiff im Eis ist, während das Wasser ja nicht gefroren ist, die Luft eine entsprechende Temperatur hat und eben die von dir angesprochene Maschinenanlage auch noch Wärme abstrahlt, was wir dann da in Summe haben. Und dafür haben wir tatsächlich gerade die Polarstern während der Mosaik-Expedition, von der ihr vielleicht gehört habt. Die war die letzten 12 Monate am Nordpol im Eis eingefroren, ist jetzt seit ein paar Wochen wieder in Bremerhaven zurück. Und wir haben die mit Temperatursensoren auf dem Stahl ausgerüstet und werden dann nächste Woche hinfahren und die wieder entnehmen und können dann im Grunde eigentlich zum ersten Mal sagen, wie warm war denn der Stahl oder kalt im Vergleich zu der Temperatur in der Luft oder im Wasser. Okay, ja. Dankeschön. Und die zweite Frage, die mich interessiert, ist, die Schiffe, die ausrangiert werden, werden ja nicht alle untergehen. Zählen die als Ersatzteillager? Kann man viel von dem Stahl wieder recyceln? Kann man die wiederverwerten, gerade für so große Bleche und Platten? Ja. Oder werden einige davon dann einfach werden es neu hergestellt, weil es sich nicht rechnet, die wieder herzurichten? Ja, also es gibt da relativ strenge Auflagen. Und früher war das, also es gibt schon lange, so, das nennt sich Hongkong Convention, da wird festgelegt, wie recycelbar das Schiff sein muss. Und jedes Schiff hat im Prinzip auch eine Liste an Bord, in dem tatsächlich alle verwendeten Werkstoffe und deren Lage gelistet sind, um das nachher möglichst sortenrein wieder zu trennen. Das funktioniert auch immer besser. In der Vergangenheit war das so, das Schiff wurde irgendwo in Indien unter voller Fahrt auf den Strand gefahren und dann kam da eine Meute an sehr schlecht, was Sicherheitsvorkehrungen ausgerüstete Menschen und hat das dann einfach in Stücke zerschnitten und der Stahl wird komplett recycelt. Also weggeworfen wird da nichts, dafür haben wir viel zu wenig, dafür ist auch viel zu viel drin. Problematisch waren da eher all die anderen Anteile. Also früher wurde natürlich auch noch mit Asbest gedämmt und all solche Sachen. Das gibt es alles schon lange nicht mehr, aber manche Schiffe sind halt auch sehr alt. Beim normalen Schiff haben wir so 20 bis 25 Jahre. Wenn wir aber einen Tanker nehmen, dann ist das ja, der funktioniert ja so lange, solange die Flüssigkeit da drin bleibt. Wenn da kein Leck entsteht, verdienen wir damit Geld. Beim Containerschiff entspricht es irgendwann nicht mehr dem oder im Kreuzfahrtschiff den Anforderungen. Also wenn wir quasi ein 30 Jahre altes Kreuzfahrtschiff haben, dann ist es vielleicht so abgeranzt, dass da gar keiner mehr Urlaub drauf machen möchte. Wenn es 50 Jahre überdauert hat, dann ist es vielleicht wieder hip, aber so lange reicht es dann meistens doch nicht. Das heißt, lange Antwort auf und eigentlich doch kurze, ja, die Teile werden alle recycelt und die aktuellen Auflagen sind da auch sehr streng, sodass zum Beispiel so ein Schiff im Grunde auch fast keinen Restwert mehr hat. Früher war wirtschaftlich betrachtet der Restwert für die Verschrottung, also das, was man dafür an Geld bekommen hat, noch Teil der Kostenkalkulation. Jetzt ist es fast so, dass der
man für die tatsächliche Verschrottung, um das entsprechend der Umweltauflagen zu tun, so viel Geld bezahlen muss, dass das nochmal zusätzliche Kosten verursacht. Was auch gut ist, aber ich hoffe, es hilft am Ende auch, dass es wirklich noch sortenreiner getrennt wird. Aber es ist schade, dass es keine europäischen Werften gibt, die sich wirklich um diesen Recycling-Teil kümmern, sondern dass das im Prinzip in eher ärmere Gegenden ausgelagert ist, weil es halt kein großes Know-how erfordert, wenn man einfach mit einem Schweißbrenner losrennt und es anfängt, in Stückchen zu schneiden. Allerdings sorgt das auch sehr häufig dafür, dass nicht alle am Abend wieder nach Hause gehen können. Okay, dankeschön. Ja. Was mich noch interessieren würde, ist, weil ich ja öfters in Nordnorwegen war und Sie an der NTNU die Sustainable Arctic Sea Transport geforscht haben, ja. Was da so der Stand der Forschung ist oder die Entwicklungen. Ja, also der Bedarf, mit einem Schiff in die Arktis zu fahren, der besteht nach wie vor. Das passiert ist natürlich immer so, wenn der Ölpreis hoch ist, dann sind viele bereit dafür, irgendwo hinzufahren, um Öl zu gewinnen, denn es geht tatsächlich primär um Öl und Gas, weil wir es halt im Winter irgendwie in unseren Häusern ganz gern ein bisschen warm haben, um die Ressourcen da entsprechend zu entnehmen. In der Zeit, in der jetzt der Ölpreis niedrig ist, bedeutet es in der Regel, dass das Interesse auch geringer ist und dass einige Vorhaben da ein bisschen zum Erliegen gekommen sind, weil sie sich nicht rechnen würden. Aber wenn wir zum Fenster rausgucken, ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch im Moment ist, aber ich bin heute mit dem Fahrrad hierher gekommen und es war auch wieder ziemlich warm und die Sonne schien. Das trägt natürlich dazu bei, dass es immer mehr Gebiete gibt, in die wir fahren können, weil da jetzt kein Eis mehr ist. Und da wird immer irgendjemand auf die Idee kommen, damit auch einen entsprechenden Profit zu machen. Es ist natürlich so, dass das immer noch saisonal Eis dort gibt. Aber zu meinem Arbeitstitel muss ich auch sagen, dass gerade der erste Begriff Sustainable dort vorhanden war, weil das Ganze durch ein Ministerium bezahlt wurde, die das natürlich sehr werbewirksam irgendwie verkaufen wollten. Das sehe ich aber natürlich sehr kritisch. Also ich weiß nicht, wie man nachhaltig in die Arktis fahren möchte. Denn entweder man fährt dahin und man erzeugt da einen permanenten Footprint oder man macht es halt nicht. Und das ist natürlich was, was wir mit vielen Arbeiten, die wir machen, versuchen, so weit zu reduzieren wie möglich. Das Problem ist ja, wir haben da ein Gebiet, in das wir vielleicht fahren wollen, in dem noch niemand war. Und es gibt auch keine Seekarten und es gibt keine Eiskarten, weil da ist eben niemand hingefahren. Also gibt es auch keinen Bedarf dafür, dass es die schon gab. Für den Rest der Welt, wenn wir uns um den Äquator bewegen, da sind so viele Schiffe unterwegs, da haben wir ganz viele Informationen und können das Risiko gut abschätzen. Und das Problem ist einfach, und die Bereiche, mit denen wir uns beschäftigen, wenn wir irgendwo hinfahren, wo noch niemand war, möglichst genau vorherzusagen, wie sicher wir das machen müssen und welche Risiken bestehen, um eben an der richtigen Stelle zu investieren, sodass wir da eben nicht hinfahren und eine Ölkatastrophe am Nordpol erzeugen, nur weil jemand gedacht hat, er könnte die Plattendicke ein bisschen dünner machen von seinem Schiff. Und in die Richtung versuchen wir da ziemlich viel Einfluss zu nehmen und eben mit entsprechenden Gruppen zusammen motivierende oder Dokumente vorzuschlagen und entsprechende Regeln mit zu beeinflussen, um eben dafür zu sorgen, dass da jeder sich im Klaren darüber ist, in einen Bereich zu fahren, der unter Umständen verheerende Konsequenzen haben könnte, wenn da was schief geht, um eben dafür zu sorgen, dass das noch möglichst erhalten bleibt oder zumindest nicht durch die Schifffahrt, die dort stattfindet, verletzt wird. Das ist natürlich alles ein bisschen zweischneidig, denn wenn wir Öl nahe des Äquators aus dem Boden entnehmen, dann tritt da auch jede Menge Öl in der Nähe des Bohrlochs aus. Wenn wir das in der Arktis machen, dann wird das genauso passieren. Und die Langzeitkonsequenzen kann da so richtig keiner vorhersehen. Wir wissen aber sicherlich, dass sie nicht wirklich positiv sind. Ja. Aber da ist nach wie vor ein ganz großer Forschungsrichtung mit vielen Beteiligten auf der ganzen Welt, die sich um solche Aspekte kümmern und da sehr viel machen. Und zum Glück sehr bedacht.
was andererseits auch daran liegt, dass man da theoretisch ganz leicht sein Leben lassen kann. Weil wenn man da irgendwo hinfährt und das sieht so aus wie auf meiner letzten Folie und das Schiff würde tatsächlich Schaden nehmen oder es gibt irgendwie eine besondere Form der Havarie, man kann da nirgends hin. Also in so ein aufblasbares Gummiboot und dann hier auf dem Eis warten, bis der nächste Eisbär kommt, ist auch keine Lösung. Also man wird sich in der Regel schon ein paar Gedanken machen, wenn man dorthin fährt, mit welchen Bedingungen man da zu tun hat. Und das ist im Prinzip super, weil dann denkt jeder vorher nach und macht es nicht einfach. Ja. Ich hatte noch eine Frage dazu generell. Wie sehen Sie das? Ist die Schifffahrt eine Branche, die zukunftsbeständig ist, im Sinne von, wenn wir jetzt über die Nachhaltigkeit und so weiter reden? Ich meine, ich habe das zumindest das Gefühl, wenn man in den Medien ein bisschen zuhört, kommt die Schifffahrt meistens dann nicht sehr gut weg und so weiter. Also, dass dann Emissionen und so weiter passiert. Ist das irgendwie was, was wir in Zukunft trotzdem noch in dem großen Stil betreiben werden oder wo irgendwie das Gefühl haben, dass Sie meinen, hey, da kommt etwas Positives auf uns zu, trotzdem aus dem Bereich? Ja, ich habe ja eingangs versucht zu sagen, wo quasi die eigentlichen Probleme liegen, warum es der Schifffahrt auch oft schlecht geht. Zum einen ist es der Motor in unserer modernen, globalisierten Welt. Wir transportieren 80% der Güter mit Schiffen. Und die sind ja überall um uns rum und wir transportieren damit alles hin und her. Das ist, wie es transportiert wird, auch super effizient. Die Bedingungen, die gestellt werden, die sind aber oft kurios. Tatsächlich, wenn ihr das Beispiel Flussschiffe nehmt, da sind häufig Maschinen drauf, die aus dem Lkw-Bereich kommen. Die Umweltauflagen für die Maschine auf dem Schiff sind aber viel, viel höher wie die für den Lkw auf der Straße. Damit sind die Kosten dafür höher, obwohl der gleiche Motor wesentlich mehr Ladung transportiert. Also damit will ich im Prinzip nur sagen, ja, wir haben in den Medien halt natürlich auch oft das Konzept, dass da relativ viel gemeckert wird, was aber andererseits auch gut ist, weil sonst hört keiner zu. Es gibt viele Bereiche, die jetzt aufgrund der Krise überhaupt nicht beeinflusst sind, dadurch, dass da jetzt irgendwie eine Pandemie vorherrscht oder anderes. Natürlich beim Kreuzfahrtschiff und bei den Herstellern ist es nicht so. Da wird es wahrscheinlich Unterschiede geben und vielleicht auch gewisse Einschnitte. Aber was das mit sich bringt, weiß ich nicht. Ich sehe aber für die Globalisierung und den Transport und diese ganzen Systeme, die wir geschaffen haben, keine wirkliche Alternative dazu, als das mit dem Schiff zu machen. Ob wir wirklich so viele und so viele Unterschiede brauchen, das ist was anderes. Da wäre es sicher vernünftig, weil im Moment ist jedes Schiff ein Unikat. Es gibt Kleinserien mit 2, 3 Schiffen, vielleicht auch mal 5, aber im Grunde sind die sonst alles Unikate. Und das macht natürlich wenig Sinn. Also wir könnten viel mehr voneinander lernen und die noch effizienter, umweltfreundlicher von den Antriebskonzepten verbessern, wenn wir die tatsächlich auch ein bisschen harmonisieren oder in gewisser Weise optimieren würden, dass auch die Aspekte passen. Und wenn wir natürlich dazu bereit wären, ein bisschen mehr Geld dafür auszugeben. Und das passiert immer dann automatisch, wenn der Ölpreis nach oben geht, weil dann muss man sich noch mehr Gedanken machen darüber, dass man innovativer wird. Im Moment braucht es natürlich keiner. Da kann man auch mit Schweröl mit irgendeiner alten Maschine fahren. Das rechnet sich immer noch. Und das ist natürlich kritisch, dass solche Punkte bestehen. Vom Arbeitsmarkt her sehe ich allerdings für, egal wie jung der Jüngste von euch ist, keinerlei Einschränkungen. Also ich kenne keinen einzigen Absolventen, der nicht in unmittelbarer Zeit einen Job findet. Und im Prinzip, wenn jemand wartet, dann nur, weil es einen Moment gedauert hat, bis er das finden konnte oder bekommen hat, was er wirklich wollte. So gesehen kenne ich eigentlich, seit ich jetzt in dem Geschäft bin, keine zukunftssichere Branche, weil einfach wir uns zwar irgendwie mit dem Schiff beschäftigen, aber der primäre Punkt ist eben, dieses Systemverständnis mitzubringen. Und das wird in vielen Bereichen gefragt sein. Und gerade in jetzt aus meiner Perspektive in Deutschland gibt es natürlich auch ganz viele Zulieferer. Die gibt es tatsächlich in Österreich an vielen Stellen auch, wo einfach Komponenten für Offshore und Öl und Gas und all sowas hergestellt werden. Und da das Volumen auch riesig ist und damit auch alle möglichen Projekte weltweit versorgt werden. Und da sehe ich keinen
kein Halten in irgendeiner Weise. Schön wäre natürlich trotzdem, wenn man einige von den Transportkonzepten ein bisschen überdenkt und vielleicht auch so Situationen wie jetzt dazu nutzt, um die nochmal zu hinterfragen. Aber einiges wird sich wahrscheinlich auch ganz automatisch ergeben, weil die entsprechenden Betriebe da nicht durchhalten. Das heißt in dem Sinne, dass eigentlich auch, dass Sie gemeint sind, dass im Schiffbau trotzdem noch Innovationen quasi passieren, dass sich dort was weiterentwickelt, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also das klingt ja immer so ein bisschen wie Stahl und Eisen, was ich jetzt auch heute erzählt habe. Aber also wenn es um die Konzepte geht, was wir für, also wir beschäftigen uns ja mit Schiffen und Offshore-Strukturen und im Prinzip mit dem Strukturkonzept. Also höher feste Stiele zu verwenden, die zur Anwendung zu bringen, aber auch für solche extremen Bedingungen sicher einsetzen zu können, das ist das eine. Aber auch auf der anderen Seite, wir machen relativ viel Kopplung zwischen, sagen wir mal, operativen Bedingungen, weil wir können konstruktiv so ein Schiff irgendwie vielleicht 500 Mal sicherer oder unsicherer machen. Wenn dann aber jemand kommt und es falsch bedient, dann ist es eine Million sicherer oder unsicherer. Also gibt es natürlich auch gar die gleichen Ideen, können wir die autonom fahren lassen? Muss da überhaupt noch Crew mit drauf oder ähnliches? Aber auch dafür brauchen wir Entscheidungen und wir brauchen Systeme, die sowas machen können. Da passiert ganz viel, was ja vielleicht beim Schiff sogar relativ einfach wäre. Das Seegebiet ist mehr oder weniger von der Dimensionalität her einfacher. Man könnte da Korridore relativ gut beschreiben, wo die langfahren können. Und im Moment, wenn eine Kollision zustande kommt, und das sind fast 5 im Monat, bei denen ein Schiff auch sinkt und verloren geht, war das im Prinzip immer der Mensch, der das gesteuert hat, der daran schuld ist. Also da könnte man schon einige Sachen noch ausschalten. Oder auch wenn wir an kleinere Personenfähren denken, die irgendwie über einen Fluss oder einen See fahren. Das ist also da auch, was die Antriebsart betrifft, um da keine konventionellen Treibstoffe zu benutzen. Da gibt es ganz viele Optionen und auch notwendige Sachen, die wir da machen müssen. Ja, also da sehe ich schon noch viel Potenzial. Wir hoffen, wir arbeiten in einem Projekt mit, da werden wieder Segel auf Booten benutzt. Einfach um die Emissionen zu reduzieren. Das wurde natürlich auch schon immer mal wieder gemacht, aber das wird jetzt tatsächlich in einer sehr kommerziellen Weise gemacht und das erste Schiff ist auch schon beauftragt von der französischen Reederei, die das einsetzen wird. Da kann man jetzt vielleicht sagen, okay, ist ein bisschen back to the roots, aber wenn es hilft und da tatsächlich ohne Emissionen einfache Transportaufgaben zu übernehmen, dann ist super. Und da gibt es durchaus viele Ideen, die sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren ganz gut zeigen werden, dass sie funktionieren. Danke. Ich hätte noch eine Frage zur Brennbarkeit, also Feuerwiderstand, weil es heißt ja immer Stahl und Acrylhitze ist problematisch. Wie geht das im Schiffsbau gewusst? Ich hab den letzten Teil nicht perfekt verstanden, weil die Akustik nicht so super ist. Ja, aber du hast quasi gefragt, wie es mit der Verwendung von Stahl und diesen Feuervorschriften aussieht. Genau. Ja, also die Bedingung ist halt einfach, wenn wir zum Beispiel ein großes Kreuzfahrtschiff nehmen, dann muss das eigentlich sein eigenes Rettungsboot sein. Also da könnte man zwar die 7000 Leute, die da drauf sind, auf kleinere Schiffe packen und irgendwie ins Wasser setzen, aber unter Umständen ist das keine so optimale Lösung, weil wenn sich das Feuer ausbreitet auf so begrenztem Raum mit so vielen Menschen, dann ist da relativ, also da ist nicht genug Zeit, um die in kurzer Zeit zu evakuieren. Und dafür gibt es eben diese Vorschriften, dass zum Beispiel diese A60-Norm erfüllt sein muss. Also 60 Minuten lang muss die Struktur der Belastung durch Feuer standhalten, ohne zu versagen. Es gibt dann entsprechende feuerfeste Abteilungen, die dann entstehen, die einfach den Raum begrenzen und damit insgesamt dafür sorgen müssen, dass das als Gesamtkonzept noch funktioniert. Und damit gibt es eben für die ganzen Materialien, die wir verwenden, Vorschriften, welche wir da benutzen dürfen und welche wir nicht benutzen dürfen. Und oft sieht man eben sehr auf den ersten Blick lieblose Inneneinrichtungsgegenstände,
die aber halt gewählt wurden, weil man keine Alternative aus Holz oder aus irgendwas anderem besser aussehenden gefunden hat, weil die eben brennen würden. Aber wie schafft man das Stahl, was eben die Stadt in einem Schiff ausmacht, in Feuer passiert, also diese 60 Minuten? Ach so, ja, also na gut, eigentlich macht man da zwei Sachen. Der Stahl ist auf der Innenseite in der Regel oft verkleidet, einfach mit dem Material. Das heißt, wir haben die Stahlfläche und dann werden einfach durch Punktschweißen solche Metallstäbe draufgesetzt und darüber kommt eine Dämmwolle. Und dann kommt die Innenverkleidung drüber. Es gibt aber auch verschiedene Anstriche, die dann aufquellen würden oder andere Sachen. Aber im Prinzip ist der Stahl immer irgendwie an den entsprechend kritischen Stellen gedämmt und nicht direkt frei zugänglich. Und in den Bereichen, in denen er frei zugänglich ist, wird es eine Löschanlage oder andere Sachen geben. Also je nachdem. Irgendwie muss es eine Strategie geben, um dafür zu sorgen, dass, wenn da ein Feuer entstehen kann, er dem nicht permanent ausgesetzt ist. Vielleicht ist er an der Stelle aber auch so dick dimensioniert, dass tatsächlich bei Temperatureinwirkungen nach Entwurfsgedanke gar nichts passieren würde bezüglich Traglast. Weil kritisch ist ja nur, dass dann zum Beispiel so eine Platte, die auf Druck belastet ist, beult oder eine Stütze und die Struktur kollabieren würde. Und wenn wir nachweisen können, dass trotz der Feuerlast die Struktur standhält und eben nicht beult, dann ist das auch okay. Und wenn nicht, dann müssen wir sie vielleicht isolieren. Wobei eben gerade bei so Passagierschiffen ohnehin oft isoliert wird, einfach auch für die Geräuschdämmung. Okay. Okay. Gibt es noch eine Frage? Wir haben noch 15 Minuten oder 10 Minuten. Ansonsten würde ich gerne noch eine Frage stellen. Dass alle Schiffe Unikate sind, hat mich ein wenig überrascht. Mhm. Weil ja doch Vorfertigung in anderen Bereichen, also Fahrzeug oder Flugzeugindustrie, sogar Hausbau eine große Rolle spielt. Gibt es da Bestrebungen oder was sind die Schwierigkeiten? Das würde mich interessieren. Ist es politisch schwierig oder ist es schwierig, weil die Player so unterschiedlich sind? Woran liegt es, dass alle Schiffe Unikate sind? Im Grunde an der Sache, dass die Player unterschiedlich sind. Also eine Werft würde natürlich davon profitieren, wenn sie ein Schiff 10-mal bauen würde. Und das auch nacheinander macht, weil sie dann einfach von jedem Schiff bis zum nächsten wahrscheinlich noch ein paar Verbesserungen vornehmen kann und irgendwie auch routinierter wird. Aber die Kunden sind ja alle ziemlich spezifisch und jeder hat da gewisse Spezialanforderungen und Wünsche und möchte sich in der Regel auch mit seinem Schiff und seinem Angebot von dem Rest auf dem Markt unterscheiden. Und damit fängt man fast immer wieder von Null an. Was also einige Werften haben, ist, dass sie sich zum Beispiel so einen Grundtyp an Form für ihren Rumpf ausgedacht haben und den auch getestet haben und der wird dann einfach skaliert auf die entsprechende Anforderung. Aber wie die Belastungswünsche zum Beispiel sind und dementsprechend auch unterschiedlich ausgestaltet werden muss oder wie Geschwindigkeitsanforderungen oder Seegangsanforderungen sind, ist jedes Mal unterschiedlich. Und daraus ergibt sich dann, dass das Rad immer so ein bisschen neu erfunden wird. Und tatsächlich wäre es viel vernünftiger, das ein bisschen zu harmonisieren. Was aber dann auch bedeuten würde, also jetzt ist der Kostendruck einfach so hoch. Wenn wir nochmal an das Turnschuhbeispiel denken mit den 10 Cent für die Transportkosten. Wenn jemand dann eine Lösung findet, bei dem er eben keine 10 Cent bräuchte, sondern halt nur 9, dann wäre das ja schon riesig. Und wenn wir um Optimierung oder Verbesserung sprechen, dann ist das immer so im einstelligen Prozentbereich maximal, vielleicht auch nur ein halbes. Und dafür ist man schon bereit, ein entsprechendes Investment zu machen, um sich hoffentlich so weit von den anderen abzuheben, dass es dann doch besser funktioniert. Gut, und bei Kreuzfahrt oder Passagierschiffen, da will natürlich jeder irgendwie auch
eine andere Attraktivität erzeugen mit dem Konzept Schiff, dass die Leute eben da Urlaub machen und nicht auf dem anderen. Da, denke ich, ist es am einfachsten nachzuvollziehen. Aber da ergibt sich dann trotzdem auch wieder jeweils eine unterschiedliche Struktur. Und damit eben immer diese spannende Problematik oder dieser Spagat, dass wir, während wir beginnen zu rechnen, auch schon anfangen müssen, den Stahl zurechtzuschneiden, damit wir immer noch unseren Liefertermin einhalten können. Und ich verstehe oft nicht, warum sich die Welt da auf solche komischen Zeitfenster und Konzepte am Ende eingefunden hat, aber irgendwie funktioniert so und das machen alle so mit. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch immer die Möglichkeit, dass man sich halt ein bisschen austoben kann, weil es eben ein Unikat ist. Aber wir sind natürlich auch trotzdem sehr konservativ. Also wir haben ja jetzt gesehen, das sind im Prinzip immer versteifte Platten. Wir haben da nur zwei Einstellgrößen. Wenn wir den Spantabstand und den Rahmenspantabstand festlegen, dann gibt es kaum noch Freiheitsgrade. Wir können dann nur noch entscheiden, welche Steifen wir unter Umständen benutzen, aber das war's. Und obwohl das so wenige sind, wird es kaum zwei Schiffe vom Querschnitt geben, die gleich sind. Wie viele Ingenieure oder Schiffsarchitekten sind an einem Schiff beschäftigt? Puh. Also, das ist schwer. Wenn es so ein Handelsschiff ist, so ein Ropax, weiß ich nicht, da würde ich sagen, von der Konstruktionsabteilung, die sind oft nur zwei, drei Leute, die jetzt die Berechnungen für die für Festigkeit und all solche Dinge machen. So ein Schiff wird am Ende ja immer noch in 2D-Zeichnungen erzeugt. Also wir machen vielleicht ein 3D-Modell, aber die Klassezeichnungen, die dann abgenommen werden müssen, die sind alle in 2D. Und auch wenn man die jetzt am Computer übergeben könnte, aber die sind im Prinzip dann auf der Werft auch ausgedruckt, hängen die an der Wand, damit die Arbeiter wissen, wo sie ihre Komponenten einbauen müssen. Und das ist ein entsprechend großer Aufwand. Da sind schon einige mehr dran beteiligt. Wenn wir einen Maschinenraum nehmen für ein Kreuzfahrtschiff, dann sind da vielleicht 5 bis 10 Leute ein Jahr lang mit der Planung beschäftigt, um da quasi alles unterzubringen, die Rohrleitung zu koordinieren und all solche Dinge zu machen. Und alles andere liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Also der Bedarf ist durchaus groß. Wir haben, deshalb ist auch der Markt so gut. Wenn jemand seinen Abschluss hier bei uns macht, findet er eigentlich immer sofort eine Anstellung, weil es halt einfach nach wie vor ja, zu wenige gibt. Bleiben die Leute dann in Deutschland oder ist das in der ganzen Welt? Ja, manche gehen auch. Also ich hab schon das Gefühl, dass viele recht regional verbunden sind und irgendwie auch gerne in Hamburg bleiben wollen. Das sind meistens die dann nochmal 2 Wochen länger warten müssen, bis sie einen Job bekommen. Wer bereit ist, in die ganze Welt zu gehen, der kann sich im Prinzip aussuchen. Also das kommt natürlich jeweils auf die Marktsituation in dem entsprechenden Land an, aber eigentlich gibt es überall was zu tun. Und wir haben auch einige, die in die weite Welt ziehen und dann da überall auftauchen. So bin ich nach Finnland gegangen und dann nach Norwegen gekommen. Und gut, das ist jetzt nicht so ganz die weite Welt, weil es noch in Europa ist, aber im Grunde ist es möglich, sich überall einen Arbeitsplatz zu suchen. Okay, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Gibt es noch eine von euch? Ich hätte eine Frage, und zwar gibt es oder könnten Sie uns konkretere Beispiele nennen für solche Innovationen, wie die segelneue Nutzung quasi auf Containerschiffen? Ja. Das ist eine gute Frage und das ist auch, wenn ich da selber drüber nachdenke, nicht so ganz einfach zu beschreiben. Die Disziplin ist schon relativ konservativ und die meisten Sachen sind einfach sie sind nicht sehr disruptiv. Also wir haben irgendwie nur eine gewisse Ableitung von irgendwas geschaffen und das wird dann oft als Innovation vermarktet.
wenn wir eine Innovation haben, dann wird es meistens eine technische Innovation sein, die irgendwie vermarktet wird. Der tatsächliche innovative Teil wäre aber, kann das, was wir bauen, seiner Aufgabe mit mehr Profit gerecht werden oder nicht? Das heißt, eigentlich würde die Innovation ja an der Stelle, also leider am Markt da liegen, dass wir sagen können, wir sind jetzt in der Lage, mit dem Schiff im Jahr 2 Millionen mehr zu verdienen für die gleiche Aufgabe wie mit dem anderen. Das ist aber natürlich eine Zahl oder ein Ansatz, den wird so niemand kommunizieren und auch niemand preisgeben. Und der hängt natürlich auch von ganz vielen Faktoren ab. Aber im Grunde besteht irgendwie dieser konservative Teil dadurch, dass es eben so stark mit den ökonomischen Gesichtspunkten verknüpft ist. Und zu sagen, wir packen da jetzt Segel drauf, das könnte man jetzt sagen, das ist super, das machen wir, weil wir nachhaltig sein wollen. Aber das ist natürlich auch nur die halbe Wahrheit, weil wir machen das, weil es nichts kostet, wenn wir das Segel da einmal draufstellen. Wir müssen nicht tanken an dem nächsten Hafen. Und wir können vielleicht, weil es nachhaltig ist und auch natürlich irgendwie so wirkt, Kunden ansprechen, die dann damit ihre Ladung transportieren wollen, weil sie eben sich auf die Stirn schreiben wollen, nachhaltig zu sein. Aber wenn wir ehrlich sind, geht es am Ende dabei auch wiederum nur darum, dass wir damit natürlich entsprechend einen Gewinn einfahren können. Und da bin ich vielleicht ein bisschen zu abgeschrumpft, aber da tue ich mir schwer zu sagen, was wäre da jetzt so was wirklich Innovatives. Wir werden keine komplett anderen Grundkonzepte sehen oder andere Schiffsformen oder Typen. Da gab es schon, also da wurde schon alles irgendwie mal durchdacht und auch mal ankonstruiert und mal ausprobiert. Aber da fällt man relativ schnell wieder auf vorhandene Sachen zurück. Es gibt zum Beispiel in diesem Offshore-Öl- und Gasbereich ein paar ganz spannende Sachen, gerade wenn wir in den Bereich der schwimmenden Windenergieanlagen gehen, wie die aufgebaut sein können. So eine klassische Anlage ist ja ein Pfosten, dann haben wir oben unsere Turbine und auf die Seite bläst der Wind. Da gibt es ein Vorhaben, die sind so aufgebaut, dass die sich selbst ausrichten und dass die Turbine hinter dem Pfosten ist und der Wind von der anderen Seite dagegen kommt. Das hat einige Vorteile. Das heißt, es geht dann immer um solche, ja, quasi aufgrund von irgendwelchen physikalischen Effekten oder Aspekten, Möglichkeiten, das ganze System effizienter und vielleicht leistungsstärker in einer gewissen Weise zu machen. Wir könnten aber grundsätzlich viele Dinge ändern und einbauen, wenn sie eben nicht so kostengetrieben wären. Aber also ich denke mal, Offshore-Wind-Bereich, da wird sich noch einiges tun. Das sind dann aber vielleicht auch Sachen, die nimmt man gar nicht so ganz wahr. Also wie ist so eine Anlage begründet? Im Moment bewegen wir uns halt in Bereichen, da sind die Wassertiefen so, da können wir einen Pfosten in den Boden stecken. Wenn wir weiter rauskommen, geht es irgendwann nicht mehr. Aber vielleicht wird da ein Bedarf bestehen, das zu tun. Dann habe ich schon so autonome Schiffe natürlich angesprochen. Wie sehen die dann aus? Also wenn da niemand mehr drauf sein muss, dann können die natürlich auch ganz anders konstruiert sein von der Funktionalität. Was da zum Beispiel dagegen spricht und wo es noch keine so richtigen Konzepte für gibt, ist, wenn wir jetzt das steuerungsmäßig lösen können, das ist das eine, aber in der Regel ist die Crew an Bord und während sie jetzt vielleicht über den Atlantik fährt, wird dann das Schiff überall angepinselt und da werden kleinere Schönheitsreparaturen gemacht. Wer macht es dann, wenn da niemand mehr an Bord ist? Und wie funktioniert sowas? Und da wird es sicherlich ein paar Ansätze geben, mit denen man sich beschäftigen kann. Aber mir würde jetzt ad hoc nichts einfallen, wo ich sagen kann, das ist quasi das, was ihr in den nächsten 10 Jahren erwartet könntet, wo es an vollständig innovativen neuen Konzept sich was finden lassen wird. Für uns ist es so, dass wir quasi aus diesem Anwendungsfeld spannende wissenschaftliche Problemstellungen entnehmen und dafür dann Lösungen generieren. Die sind für uns natürlich innovativ. Die finden dann aber auch nicht nur im Schiff ihren Einzug, sondern in jeglichen Bereichen, in denen es vielleicht um geschweißte Konstruktionen oder um Temperatureffekte oder um ähnliche Dinge geht, um einfach auf der Sicherheitsseite besser zu sein.
Und da haben wir in jedem Fall innovative neue Lösungen, weil wir eben früher, so wie ich euch das jetzt auch in den wenigen Gleichungen gezeigt habe, die sind rein empirisch. Wir haben quasi 5 Schiffe gebaut, 3 davon haben funktioniert, 2 nicht. Dann gucken wir, warum haben die funktioniert, die Gleichung von denen, die benutzen wir und die anderen werfen wir weg. Aber genauso funktioniert unsere Welt ja jetzt nicht mehr, weil wir wollen nicht immer erst einen Fehler machen, also machen wir leider ganz oft, aber wir versuchen einfach ein bisschen zielorientierter zu sein und die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit da besser vorherzusagen. Und wenn wir dazu in der Lage sind, quasi obwohl wir sehr viele Unschärfen in dem Einsatzgebiet haben, trotzdem die Sicherheit möglichst genau und auf der sicheren Seite abzuschätzen, dann ist das schon sehr innovativ. Und da machen wir sehr viel. Aber am Ende wird man das dem Schiff nicht wirklich optisch oder in irgendeiner Form ansehen, dass das jetzt so ist. Aber wenn wir uns die Statistiken ansehen, wie viele weniger Schäden es gibt und wie viele doch komplett neue Konzepte gebaut wurden, für die wir nicht mehr interpolieren konnten, weil wir so weit außerhalb des Bereiches sind und gar keine Erfahrung haben, die jetzt trotzdem auf einmal funktionieren und wir alles ziemlich gut abschätzen konnten, dann ist das auf jeden Fall eine, sagen wir mal, methodisch oder von der Herangehensweise eine wissenschaftliche Innovation. Ja, aber andererseits bin ich, glaube ich, dafür zu abgeklärt. Da gibt es wirklich einige, die werden da jetzt was auch immer für Sachen erzählen und raushauen. Da wäre ich aber skeptisch, deshalb halte ich mich da lieber zurück. Was ich aber natürlich denke, dass aus solchen Kooperationen, wie jetzt zum Beispiel mit euch, da ganz spannende Sachen entstehen können für verschiedene Anwendungsfelder. Und dass es eben wichtig ist, da auch unterschiedliche Disziplinen zusammenzubringen. Weil man da einfach sieht, okay, in manchen Bereichen hat sich vielleicht da schon so viel in irgendeine Richtung entwickelt, wo wir jetzt ganz einfach eine entsprechende Kehrtwende an einer anderen Stelle auch erreichen können. Und da, denke ich, passiert noch zu wenig. Und alleine da dran zu arbeiten, wäre schon eine innovative Sache. Das wäre eine spannende Geschichte. Architekten und Schiffskonstrukteure zusammenzubringen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, wir sind jetzt am Ende. Sören Ehlers, vielen, vielen Dank. Wunderbar, also toll. Danke für den super Vortrag, für den Input zu Schiffskonstruktionen und dass du Zeit gehabt hast und dass das möglich war. Ich freue mich darüber. Sehr gern. Hat Spaß gemacht. Prima. Dankeschön. Dann wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Bye-bye.